So, hallo. Heute befassen wir uns mal mit dem Video Don Trump 100% pro neue Weltordnung. Und ich möchte am Anfang wieder mal sagen, ich werde mit diesem Video nur meine Meinung wiedergeben. Ich werde hier nur eine Reaktion auf dieses Video machen, indem ich aber auch einige Belege zeige, die Aussagen von diesem YouTube-Kanal Babylon Decoded Deutsch widerlegen. Und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich möchte nicht gegen diesen Herrn hetzen oder sonstiges. Ich bin ein Mensch, der für die Wahrheit einsteht und der auch 100% die Wahrheit befürworten möchte. Und deswegen möchte ich in diesem Video einige Unwahrheiten, die er behauptet hat, aufdecken und werde Schritt für Schritt diese Analyse hier machen. Ihr seht, oder ich weiß nicht, ob ihr das seht im Video, ich glaube, ich habe es ausgeblendet, aber hier oben habe ich sehr, sehr viele Tabs offen mit Videos und Artikeln, die Aussagen von ihm in diesem Video hier widerlegen. Also ich hoffe, dass er das Video nicht sperrt, sondern vielleicht selber mal zum Nachdenken angeregt wird. Und wir fangen einfach mal an. In manchen Punkten stimme ich ihm zu, das sind aber nur 2 bis 3 Punkte. Der Rest sind einfach, wie sagt man, Behauptungen, die keine Hand und keinen Fuß haben. Und das versuchen wir zusammen jetzt mal zu widerlegen, also zu bestätigen. Donald Trump ist 100% neue Weltordnung und jeder, der irgendetwas anderes sagt, ist entweder mit denen im Spiel, lügt oder halt ignorant und manipuliert. Allein diese Aussage ist schon ein absolutes Totschlagargument. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann gehörst du zu den Illuminaten, dann gehörst du zu den Freimaurern, dann gehörst du zur Elite, dann hast du die Wahrheit nicht erkannt. Nur mal so viel dazu, du hast die Wahrheit nicht gepachtet und auch du bist ein Mensch und auch du kannst dich irren. Und wenn du tatsächlich, wie du hier mehrfach versuchst anzudeuten, an Gott glaubst, dann solltest du auch wissen, dass nur Gott ohne Fehler ist und du niemals und ich auch niemals. Deswegen solche Behauptungen hier aufzustellen, dass wer deine Meinung nicht annimmt, einer ist, der für das Böse arbeitet oder der ja für die Elite arbeitet, ist erstmal unverschämt und zum Zweiten ist es absolut kein Argument. Das würde vor keinem Gericht oder sonst irgendwas gelten, zu sagen, ja, jeder, der was anderes behauptet, der lügt. Absoluter Blödsinn und deswegen, ja, acht mal da ein bisschen auf deine Artikulierung. Denn er scheint gar nicht zu wissen, was wirklich abgeht. Ja. Du auch nicht, wie wir gleich dazu kommen. Du scheinst auch nicht wirklich zu wissen, was wirklich abgeht. Und darum muss er auch dann halt eben merken, dass es nicht genau so ist, wie es vorgegeben ist. Also Trump ist auf jeden Fall ein großer Mafioso. Ja, das werden wir sehen. Werden wir das sehen? Also ich kann so viel vorwegnehmen. Ja, du hast nochmal angesprochen, dass er Kontakte zur Mafia hatte. Du hast aber weder Belege geliefert, noch hast du irgendwie ja, ein Argument genannt, wo ich gesagt habe, wow, leuchtet mir ein. Du hast einfach eine Behauptung aufgestellt und das ist einfach nur eine Behauptung. Und da steht dann meine Behauptung gegen deine Behauptung, aber du hast keine Belege geliefert, während ich dir gleich Belege liefern werde. Und seine ganzen Connections und auch die Sachen, die er unterstützt, sind total 100% neue Weltordnung. Und zu sagen eben, dass wir dann halt Sniffy Biden unterstützen, ist totalen Bullshit. Wir spielen einfach kein Monopoly und die, die es noch nicht gemerkt haben, da ist ein No im Monopoly. Da muss man gar nicht mitspielen. Sehr schlechter Wortwitz, aber egal. Aber eben, was ist die neue Welt? Ja, das ist eigentlich die Frage. Und die neue Welt ist eben nicht, was die meisten denken, sondern die neue Welt ist diese virtuelle Robotikwelt, wo sie eigentlich die Leute wirklich zu hologrammäßigen Avatars umbauen wollen. Das ist ihr Ziel und alle machen damit. Und auch Trump, ja, werden wir auch sehen. Und das ist eben. Werden wir eben nicht sehen. Also du wirst zwar einen Artikel nachher nennen, der
ja, etwas in diese Richtung vermuten lässt, aber es ist eine Vermutung und eine Vermutung ist keine Behauptung und kein Beweis, dass du aussagen kannst, jeder, der anderer Meinung ist, der arbeitet für die Elite. Also wenn du sowas behauptest oder so eine Aussage tätigst, dann musst du auch felsenfeste Beweise liefern und nicht einfach nur einen Zeitungsartikel. Denn du solltest selber wissen, wie stark man den Mainstream-Medien glauben kann, nämlich gar nicht. Die versuchen immer gegen eine bestimmte Person zu hetzen. Und generell möchte ich mal anmerken und auch dir zum Nachdenken mit auf den Weg geben, wenn gegen eine Person, immer wieder gegen eine bestimmte Person gehetzt wird, dann meistens deshalb, weil diese Person irgendwo etwas zu verbergen hat. Irgendwo. Und wenn es nur ein Punkt ist, in dem diese Person eine Behauptung aufgestellt hat, die richtig ist, dann versuchen die Medien das schlecht zu machen, die Person lächerlich darzustellen und zwar ständig, damit bei uns im Kopf die Meinung gebildet wird, ach, diese Person ist sowieso naiv, diese Person ist blöd, diese Person ist dumm, der Person kann ich sowieso nichts glauben, damit wir quasi als Beispiel jetzt Donald Trump immer nur als blöd, als dumm darstellen, weil wir es halt jeden Tag in der Zeitung lesen und weil das uns manipuliert und weil wir dann irgendwann genauso denken und sagen, ah ja, wenn so viele darüber schreiben, dann muss es so sein, dann muss der dumm sein. So funktioniert Mainstream-Medien, so funktioniert Meinungsmache. Indem ich eine Lüge ständig wiederhole, wird sie für die Masse zur Wahrheit, aber im Endeffekt bleibt es trotzdem eine Lüge. Und wenn du jetzt sagst, du wirst Belege liefern, dann möchte ich bitte nachher auch Belege sehen und nicht einen Zeitungsartikel einer Mainstream-Zeitung, die jeden Tag lügt und die immer wieder versucht, Wahrheiten zu verdrehen. Das ist kein Beleg für mich, mein Freund. Das ist kein Beleg. Genau das, was wir exponieren über die ganze Transhumanismus und weiß nicht was. Und da ist eben genau das, was die neue Welt ist. Und das hat jetzt halt Trump mit genau diesem komischen Werbetrommel-Ding gemacht, ja, um zu sagen, dass er eben krank ist. Ja, er ist ja totale Lüge, ja, weil wir haben es ja schon exponiert, ja, dass das gar nicht stimmen kann. Das Video könnt ihr in der Beschreibung anschauen. Aber noch schlimmer, dass eigentlich, dass das Wunder. Da redest du jetzt schön um den heißen Brei herum, wunderbar schön um den heißen Brei herum geredet, weil du genau weißt, wenn du die Wahrheit in den Mund nehmen würdest, dann würde dein YouTube-Kanal gelöscht werden und dann wären deine ganzen Follower weg und das wäre natürlich die größte Katastrophe für dich. Mir ist es relativ egal, ich habe nur um die 900 oder 800 Abonnenten, ist mir im Endeffekt auch egal, weil ich trete für die Wahrheit ein, ob ich ein Abonnent habe oder zwei, ist mir völlig egal. Aber dir scheint es nicht egal zu sein, weil sonst würdest du deinen Mund aufmachen und würdest auch sagen, warum es so ist. Denn es gibt Falsch-Positiv-Tests. Und wer sagt dir, dass Donald Trump nicht falsch-positiv getestet wurde und dieses Schauspiel einfach mitmacht, um nachher das Ganze zu entlarven? Nur weil er positiv getestet wurde, heißt es nicht, dass er das Virus hatte. Und nur weil er das Virus hatte, heißt es nicht, dass er zur Elite gehört. Denn wenn das Virus wirklich nur eine stärkere Grippe ist und es gibt Tests, das ist nicht keine Verschwörungstheorie, das war tatsächlich so, es gibt einen österreichischen Parlamentsabgeordneten oder Präsidenten, ich weiß nicht genau, der eine Rede gehalten hat, die auf Telegram herumging, wo er mit Corona-Tests belegt hat, dass diese Schnelltests absoluter Blödsinn sind, für die die Regierung massenhaft Geld ausgegeben hat, dass der Test auf ein Glas mit Cola gefüllt positiv angeschlagen hat und dass der Test später in einem anderen Telegram-Video sogar beim Apfelmus angeschlagen hat. Also wer sagt dir, dass die Tests vielleicht Wer sagt dir, dass die Tests nicht vielleicht einfach nur ungenau sind? Vielleicht sind die Tests einfach nicht aussagekräftig. Und vielleicht wurde deshalb Donald Trump positiv getestet und nicht, weil er zur Elite gehört. Aber den Gedanke, den lässt du mal ganz weg, weil der würde ja deine Theorie widersprechen. Mittel, das er jetzt da eigentlich propagandiert, genau das gleiche ist, wie eben schon alle gegen diese Impfungen aussprechen und so weiter, ja, und dann ist es überhaupt keine Option, ja, das ist genau das gleiche.
Und was das Wundermittel wirklich ist, könnt ihr in der Beschreibung unten gleich anklicken. Das haben wir nicht auf YouTube getan, da wir sonst ganz blockiert werden. Ja, deine schönen Abonnenten, die laufen dann davon. Dann hast du einen YouTube-Kanal mit 2 Abonnenten. Und dann kannst du ja nicht mehr die Menschen erreichen. Und dann bist du ja nicht mehr der gefeierte Held, der den alle sagen: Oh, geiles Video und super, was du da gemacht hast. Ja. Das ist das Problem, gell? Deswegen rückt man mit der Sprache nicht raus, weil man könnte ja zensiert werden, man könnte ja gesperrt werden und die ganzen Follower wären weg. Katastrophe. 14.500 Follower weg. Was machen wir denn da? Ein Kanal mit 2 Abonnenten, mit 3 Abonnenten, mit 4 Abonnenten, 7. Katastrophe. Für so wenig Leute mache ich keine Wahrheitsvideos. Nein, wenn du für die Wahrheit eintrittst, dann auch für so wenige Leute. Wie gesagt, mir ist es egal, wie viele Abonnenten ich habe. Ich mache meinen Mund auf und ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Habt ihr das Video hier? Aber eben nochmal ein Schuss gegen hinten, denn genau das Regeneron, das ist genau das Gleiche, was eben Bill Gates gibt, ja. Also zu sagen, dass der liebe Trump, der gute liebe Trump und der böse Bill Gates oder umgekehrt, ja, ist totalen Bullshit, denn sie sind alle im gleichen Ding, ja. Also zu sagen, dass Trump wäre gegen Weltorganisation, Gesundheitsorganisation, Rockefeller, die World Bank und so weiter, ja, das ist ein totales böse gegen gutes Spiel, was auch umgedreht werden kann, egal wo. Ja, das ist genau um das, was es geht. Aber nochmal zu erwähnen, dass Bill Gates gefragt wurde, ob er wissenschaftliche. So, erstmal ist dieser Artikel, den du hier nennst, von 2018. Man kann das Datum nämlich sehen, das hast du nämlich nicht wegzensiert, war vielleicht ein Fehler von dir. Hättest machen sollen, dann hätten es dir vielleicht mehrere Leute geglaubt. Der Bericht ist von 2018. Und erstmal, wer sagt dir, dass Bill Gates nicht lügt, um Donald Trump schlecht zu machen? Und wer sagt dir, dass Donald Trump ihn tatsächlich gefragt hat? Hast du es aus seinem Mund gehört? Warum hat Donald Trump damals der WHO die Gelder entzogen, als es so groß herauskam, dass Bill Gates die Impfstoffe ja, bekannt geben wollte? Warum hat Donald Trump dann der WHO die Gelder entzogen und warum hat die WHO gegen Donald Trump gewettert? Das widerspricht alles deiner Behauptung hier. Und selbst wenn Donald Trump ihn gefragt haben sollte, das war 2018, wann ist das Coronavirus ausgebrochen? Richtig. 2020 wurde es so richtig populär. Und nicht 2018. Also von dem her gut möglich, dass Trump wollte, dass er für ihn arbeitet. Aber das heißt noch lange nicht, dass er jetzt immer noch derselben Meinung ist. Das gleiche Thema zu China. Seit wann wettert Donald Trump so richtig gegen China? Seit dem Coronavirus. Da ist er so richtig in Fahrt gekommen und behauptet, dass das Virus aus China kommt und so. Aus einem Labor oder sonst irgendwas. Also, warum können Menschen nicht ihre Meinung ändern? Genau das zeugt von Stärke, wenn ein Mensch sagt, ich habe mich geirrt und seine Meinung ändert. Und nur weil Donald Trump 2018 eventuell wollte, dass Bill Gates für ihn arbeitet, heißt noch lange nicht, dass er 2020 noch derselben Meinung ist. Und zum anderen müssen wir auch bedenken, wenn er wirklich 5D-Schach spielt, also wenn er wirklich die Züge gegeneinander ausspielt, dann ist es doch tatsächlich auch möglich, dass er das nur macht, um Bill Gates besser zu beobachten und seine Intrigen besser auffliegen lassen zu können. Aber so weit hast du natürlich nicht gedacht bei dem Argument. Berater sein könnte für Trump. Und da nochmal eine kurze Ding, die sind alle im gleichen Club unter Gavi, Vaccine Alliance, ja. Ja, es stimmt, es ist verdächtig, dass Donald Trump sehr viel über die Impfstoffe zurzeit redet. Aber auch das kann eine Masche sein, damit er nicht auffällt. Weil wenn er jetzt, wo er gerade um seinen Wahlkampf kämpft, dass der Wahlbetrug, der da angeblich stattgefunden hat, und ich halte das für gut möglich, dass der tatsächlich stattgefunden hat, denn es gibt genug Belege bzw. auch Behauptungen in diese Richtung. Und wenn er jetzt gegen diesen Wahlbetrug ankämpft, wäre es taktisch gesehen sehr, sehr unklug zu sagen, es wird keine Impfung geben. Weil dann die meisten Leute vom Volk, die schlafen, die meisten Schlafschäfchen, aufstehen würden und sagen würden, ich will aber meine Impfung, ich will aber meine Impfung. Also gut möglich, dass er deshalb jetzt von der Impfung redet, um eben
die Leute im guten Wissen zu lassen, um dann, wenn er gewählt worden ist oder wenn der Betrug aufgeflogen ist, zu sagen, hey, das gibt's nicht oder hey, wir haben euch was ganz anderes spritzen lassen, Placebo oder Traubenzucker oder was weiß ich auch immer. Oder einfach nur Wasser. Weil wir gewusst haben, dass da Schadstoffe drin sind und alles Mögliche. Das weißt du doch alles noch gar nicht. Wart doch erstmal ab. Keiner kann da irgendwie sagen, dass da irgendetwas anders wäre auf der einen oder anderen Seite. Die sind genau im gleichen Ding. Und das ist genau diese Idee von Jachime Boaz, ja, diese gleiche Club, ja, wo wir eben nicht drin sind. Aber es geht darum, diese dritten Tempel in Jerusalem aufzubauen und da werden wir auch nochmal dahin kommen. Ja, da gab es auch ein sehr gutes Video von The Vision. Ich weiß nicht, warum das seine Videos gelöscht hat. Der hat das damals online gehabt, der YouTube-Kanal, der auch christliche Videos macht zum Thema Glauben. Und der hatte auch ein interessantes Video, dass der dritte Tempel bereits gebaut wird. Ich weiß nicht mehr, an welchem Ort das genau war. Ich glaube in Jerusalem, aber ich kann mich auch irren. Und dass da auch eine Münze entwickelt worden ist, wo Donald Trump auf der Rückseite dieser Münze bereits drauf ist. Aber er hat es so ausgelegt, dass Gott Donald Trump benutzt, um eben das, was in der Bibel drinsteht, die Prophezeiungen zu erfüllen, die da drinstehen, was die Endzeit betrifft. Und da steht eben auch der dritte Tempel drin und da steht eben auch der Antichrist drin, der sich dann in diesen Tempel setzen wird. Aber der Antichrist kann nicht Donald Trump sein. Und das ist auch ein Irrtum, den viele Christen also da draußen leider haben, dass sie Donald Trump als Antichristen bezeichnen. In der Bibel steht drin, dass der Antichrist, steht in der Offenbarung, dass der Anti, ich werde die Bibelstellen raussuchen, wenn jemand wissen will, werde sie unten in die Videobeschreibung packen, steht drin, dass der Antichrist den Jesus als Christus leugnen wird. Und dass er viele Zeichen und Wunder tun wird. Donald Trump hat keine Zeichen und Wunder getan. Da können wir mal drüber reden, wenn er den Wahlkampf für sich entschieden hat und wenn er den Wahlbetrug auffliegen lassen hat und die korrupten Leute verhaften lässt. Dann kann man sagen, okay, der hat Wunder getan, aber diese Wunder, die in der Bibel da angesprochen werden, sind für mich eher Wunder wie Menschen heilen. Also lahme Menschen wieder gehend machen und sonstige Dinge, die halt, wo halt die Leute sagen, boah, krass, dass der das hingekriegt hat. Oder halt andere große Taten tun, wo man ihn als Held bewundert. Und zum anderen hat Donald Trump den Jesus nicht als Christus geleugnet, sondern er hat in einem Interview vor kurzem, was wir nachher noch anschauen werden, hat er klipp und klar gesagt, dass Jesus größer als er ist und dass er keine Chance hat, an Jesus heranzukommen. Dass es nicht mal versuchen braucht, weil er keine Chance hat. Und das ist keine Aussage, die ein Antichrist tätigen würde. Also das nur mal zu den Christen, die hier meinen, dass Donald Trump der Antichrist wäre und die anscheinend ihre Bibel nicht richtig gelesen haben. Und warum sollte Gott Donald Trump nicht benutzen können, um diesen dritten Tempel zu bauen, damit sich seine Prophetie in der Bibel erfüllt? Gott ist allmächtig und ich höre irgendwie immer raus, dass du anscheinend auch an Gott glauben tust oder dass du zumindest behauptest, du glaubst an Gott, dann frage mich, warum dein Gott nicht allmächtig ist. Oder warum du sagst, ach, Donald Trump, den kann der nicht benutzen, weil Donald Trump, der ist größer als Gott. Ein Quatsch, Donald Trump ist nicht größer als Gott. Aber du machst mit deinen Aussagen Gott kleiner als Donald Trump und das ist gefährlich in meinen Augen. Aber nochmal einen Schuss gegen hinten, ja, also wer da irgendwie noch sagen kann, dass da irgendetwas anderes ist eben und dann stellen die Mainstream, stellen einfach den Teufel auf die andere Seite, ja. Und das ist genau eben das Gegenspiel, dass das immer in diese Freimaurerloge getan wird. Also eine Münze mit zwei Seiten, immer das gleiche Spiel, ja. Und nochmal zu dieser Therapie, ja, noch das andere Video, das noch auf YouTube ist. Und jetzt Trump und die Mafia, ja, sehr coole Leute, ja. Man muss ihnen einfach kein Geld schulden. So, und damit man dich nicht entlarven kann, hast hier mal schön einen Ausschnitt rauskopiert von einer Mainstream-Zeitschrift, hast schön den Namen der Zeitschrift zensiert, damit man nicht sieht, dass du auf einen Mainstream-Artikel zurückgreifst, die übrigens ständig über Donald Trump lügen. Und selbst wenn er früher mit der Mafia zu tun hatte, nochmals, ich weiß nicht, an welchen Gott du glaubst, aber der Gott, an den ich glaube, ist der Gott aus der Bibel. Und der Gott sagt etwas ganz anderes. Der sagt nämlich, dass wenn man zu ihm kommt,
dass das Gewand weiß wie Schnee gewaschen wird, wenn man erkennt, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und ihn in sein Herz lässt, dann wird unser Gewand weiß wie Schnee gewaschen. Es steht zwar nicht wortwörtlich Schnee drin, aber es wird auf jeden Fall sauber gewaschen, komplett rein. Der Schnee ist nur eine Metapher, damit man da sieht, okay, es wird total rein und weiß. Und dann ist es Gott egal, was du früher getan hast. Natürlich findet er es nicht gut, was du früher getan hast, aber er vergibt dir. Und er ist nicht so wie mit Menschen, dass er Artikel von 2013 oder sonst irgendwas rauskramt und sagt, aber guck mal, der hat hier das und jenes gemacht. Nein, Gott sagt vergeben und vergessen. Versuch jetzt ein besserer Mensch zu sein. Versuch jetzt nach meinem Wort zu leben. Und selbst wenn Donald Trump nicht Buße getan hat und nicht Jesus um Vergebung gebeten hat, selbst dann kann Gott, wenn er sieht, dass Donald Trump für christliche Dinge eintritt, was er tut, wo wir nachher noch dazukommen werden, kann er Donald Trump benutzen und kann sagen, okay, ich bin Gott und ich bin mächtig und ich kann auch Donald Trump benutzen, dass er jetzt das Gute tut. Auch wenn Donald Trump mit Sünde vertraut ist und mehrere Frauen hatte und das alles absolut nicht biblisch ist und auch viele Sachen früher gemacht hat, als er sein Imperium aufgebaut hat, die, nicht in Ordnung waren, die zum Teil vielleicht sogar korrupt waren, aber Gott ist ein Gott, der vergibt. Und selbst Gott ist Gott ist einer, der sagt, okay, selbst wenn du nicht alles 100% richtig machst, kann ich dich benutzen. Weil du gerade im Amt bist und Donald Trump ist gerade noch im Amt. Und vielleicht sogar noch viel länger im Amt. Denn seltsam auch, dass kein einziger Pastor, den ich kenne oder gesehen habe, gesagt hat, dass Biden an die Macht kommt. Alle haben gesagt, Donald Trump wird es noch gewinnen, Donald Trump wird es noch drehen. Ob es so geschieht, liegt ganz in der Hand Gottes. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können aber dafür beten, dass Gott dafür sorgt, dass das Gute gewinnt. Und nur Gott weiß, was das Gute ist, ob das Donald Trump ist oder jemand anders. Aber was ich dir damit sagen wollte ist, warum hat kein Pastor die Eingabe bekommen, Joe Biden ist der richtige Präsident? Aber du, für dich sind anscheinend beide nicht gut. Dann hast du aber anscheinend die Bibelstelle nicht gelesen, die ich dir jetzt kurz zeigen möchte. In Römer 13, 1-7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen werden ein Urteil empfangen. Also die, wo dem widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Das hast du anscheinend hier alles nicht gelesen oder du weißt es gar nicht oder du hast es ignoriert. Ich weiß nicht, wie weit dein Wissensstand dem Thema Glauben ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir den staatlichen Mächten in allem gehorchen sollen, selbst wenn es gegen die Bibel geht. Aber das heißt, dass Gott allmächtig ist und dass er jeden, der gewählt worden ist, fürs Gute benutzen kann. Und wenn da Wahlbetrug stattgefunden hat, dann ist Gott allmächtig, auch diesen Wahlbetrug aufzudecken. Und dennoch sollten wir beten, weil in der Bibel steht auch drin, dass Gebet eine Waffe ist und es steht drin, einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Also umso mehr Menschen beten, umso mehr Kraft haben die Gebete. Und deswegen sollten wir auch beten, dass wenn der Wahlbetrug stattgefunden hat, dass dieser Wahlbetrug aufgedeckt wird und dass der richtige Präsident ins Amt kommt. Und nur Gott weiß, wer das ist. Und selbst wenn am Ende da ein Joe Biden drin wäre, kann Gott einen Joe Biden so benutzen, dass er das Gute tut. Genauso wie er jetzt einen Donald Trump benutzen kann, dass er das Gute tut. Nur bei dir, da kann er es angeblich nicht, weil dein Gott scheint ja nicht allmächtig zu sein, an den du glaubst. Aber eben hat und er scheint auch keine Sündenvergebung zu haben. Er hat ja nur, also der Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der hat ja nur, als ein Verbrecher neben ihm am Kreuz hing, zu ihm gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das nur, weil dieser Verbrecher gesagt hat, warum lachst du ihn aus? Er hat nichts Böses getan, aber wir verdienen unsere Strafe und damit seine Schuld eingesehen hat. Aber
Laut dir gibt es sowas ja nicht. Was man früher gemacht hat, das kann man einem auch noch 20 Jahre nachhalten. Aber das ist nicht christlich. Auch sein Anwalt, ja, Cohen, war einer der größten Mafia-Anwälte und hat überall auf jeden Fall seine Finger drin. Und er hatte sogar den Anwalt Giuliano, der eigentlich gegen alle diese Mafioso offiziell hingehen wollte, hat er einfach eingekauft und ihm Geld gegeben, dass er eben dann Bürgermeister von New York werden kann. Und hier nochmal, auch ja, Teil von Mafia, auf jeden Fall in der größeren Branche. Sein Stiefelsohn, ja, hat 66 Avenue gekauft, aber eben. Ich weiß nicht, wie oft die Leute noch dieses Argument mit dem Gebäude mit der Zahl 666 bringen wollen. Ja, die Zahl 666 ist in der Bibel die Zahl des Biestes, die Zahl des Feindes, die Zahl des Gegners Gottes. Das stimmt. Aber für viele Menschen, die von Gott keine Ahnung haben, ist die Zahl 666 einfach nur eine Zahl. Und die sagen so ein Quatsch, an sowas glaube ich nicht. Und wenn hier ein Kuschner dieses Gebäude gekauft hat, weil er eben sagt, ich glaube an so einen Quatsch nicht. Wir wissen ja nicht, an was Kuschner am Ende 100% glaubt, denn über Kuschner gibt es nicht so viele Aussagen wie über Donald Trump, was sein Glaubensleben betrifft. Und wenn er das Gebäude einfach nur gekauft hat, weil für ihn die Zahl 666 nichts bedeutet, dann macht ihn das nicht automatisch zum Satanisten. Und selbst wenn Kuschner Satanist wäre und es bewusst deswegen gekauft hätte, ist es sein Schwiegersohn. Und ich bin als Vater nicht verantwortlich dafür, was mein Schwiegersohn macht. Und ich weiß nicht, wie du das finden würdest. Ich weiß nicht, ob du eine Tochter hast, ob du einen Sohn hast. Wenn deine Tochter, dein Sohn eines Tages heiraten und deine Schwiegertochter oder dein Schwiegersohn sich mit Okkultismus befasst. Ich weiß nicht, ob du dann auf einmal auch sagen würdest, ach, das ist jetzt auf dem Papier nicht mehr mein Schwiegersohn. Oder ach, das ist jetzt auf dem Papier nicht mehr meine Tochter, weil ihr Mann befasst sich mit Okkultismus. Und wie viele Leute würde es dann geben, die vielleicht über dich Videos machen, wenn du etwas populärer wärst und sagen würden, der ist kein Christ, guck mal, der redet nur, weil der Schwiegersohn von seiner Tochter, guck mal, was der macht, der befasst sich mit Okkultismus, der hat hier ein Bild mit Zahl 666 drauf. Was dein Schwiegersohn tut, hat mit dir nichts zu tun. Und was Donald Trumps Schwiegersohn tut, hat auch nichts mit Donald Trump zu tun. Selbst wenn Donald Trumps Schwiegersohn in der Firma von ihm arbeitet. Wenn ich in der Firma meines Vaters arbeite, der Chef ist in einer Firma, und mich mit anderen Sachen befasse wie mein Vater, die mein Vater vielleicht nicht so gut empfindet, dann kann man auch nicht sagen, ach, ja, dem sein Vater ist kein Christ, weil der Sohn befasst sich mit Sachen, die nicht so gut sind. So ein bescheuertes Argument. Sorry, ich habe nichts gegen dich. Wie gesagt, das Video soll nicht gegen dich gehen, aber das Argument ist einfach total bescheuert. Mafia im Weißen Haus ist auch nicht wirklich etwas Neues. Ja. Von dem her, schon die Kennedys hatten viele Kontakte mit den ganzen Mafia und so weiter. Kennedy war einer der einzigsten Präsidenten, der sich ausgesprochen hat gegen die neue Weltordnung, der gesagt hat, er möchte die ganzen Geheimgesellschaften zerstören. Das war wahrscheinlich auch sein Todesurteil. Und du gehst jetzt hier gegen Kennedy. Warum erzählst du nicht mal über die Verbindungen von Obama oder die Verbindungen von Bush oder von Biden? Warum nicht? Weil dein YouTube-Kanal gesperrt werden könnte, was? Aber nur schon einfach wieder mal eine Erinnerung, auf was Amerika aufgebaut ist. Ja, Amerika ist auf jeden Fall auf Piraterie aufgebaut. Ja, die gingen einfach dorthin, nehmen. Dem will ich jetzt mal nicht widersprechen, aber ich weiß nicht, was das mit Donald Trump zu tun hat. Das sind einfach wieder Argumente, die man reinbringt, damit sein Video glaubhafter werden soll. Das Land weg, ja, wenn das auch nicht wirklich, wenn das auch wieder eine Hollywood-Version ist. Aber nur als Erinnerung, dass der erste Präsident Freimaurer war, dass ganz Amerika auf Freimaurerei aufgebaut ist und dass eben der erste Präsident zuerst Freimaurer war und erst dann Präsident. Ja, immer wieder das gleiche Ding, wo eben Ach, und deswegen muss Donald Trump auch als Freimaurer gewesen sein, damit er Präsident ist. Interessante Theorie. Angenommen,
Ein bekannter Fußballer war Freimaurer und ist bekannt geworden. Und ich spiele jetzt auch Fußball und bin mega bekannt, aber glaube an Gott. Dann bin ich automatisch, ich muss Freimaurer gewesen sein vorher, weil sonst wäre ich nicht bekannt geworden. Immer diese Theorien von den Leuten, du kannst nur bekannt werden, wenn du Freimaurer bist. Gott kann den Menschen auch bekannt machen und Gott kann den Menschen auch an die Spitze setzen. Gott ist allmächtig. Nochmals, dein Gott anscheinend nicht, aber meiner schon. Und blaue und rote Farbe sind eben die ersten zwei Farben in Freimaurerei. Das ist auch immer wieder da, ja, wie im Boxmatch, der für die eine auf die andere Seite zu stellen. Das ist immer wieder das gleiche Spiel. Aber nur so als Erinnerung auch nochmal, ja, dass eigentlich. Auch Skull and Bones hat hier gar nichts zu suchen, hat mit Donald Trump gar nichts zu tun, hat was mit George Bush zu tun, aber nein, wird halt einfach verwendet. Wird einfach verwendet, um ihn glaubhafter zu machen. Also nur ein Beispiel, da mit den Ja, dann Skull and Psychologie Bones nennt und man der sowas. Yale Universität, wo der Bush-Vater drin ist, ja, Gedankenkontrolle. der bekommt dann die CIA. Ja. Also ist schon mal der ganze hinten dran, die Mafia ist und die Piraten sind immer noch da und einfach haben halt Krawatte und Suit. FBI, das Gleiche, ja. Denken viele, das ist Federal Bureau of Investigation, wenn es eigentlich Fidelity, Bravery und Integrity ist, ja. Auch wieder so etwas klein Ding. Ich werde nachher noch Belege liefern für diejenigen, wo jetzt sagen, ach, der redet doch auch bloß und hat keine Belege. Ich werde für alles Belege liefern. Und das wurde kreiert vom kleinen, der Großvater von ihm war Napoleon. Und Napoleon nur schon mit dem Wie gesagt, da möchte ich dir gar nicht widersprechen, aber das hat halt mit Donald Trump alles absolut gar nichts zu tun. steckten Hand, ja. Und dann auch war der auf jeden Fall die ganze Freimaurerei voll drin. Und wenn wir da diese Münze nochmal ein bisschen genau anschauen, ja, dann kommen wir genau wieder zurück zu all den alten oder alten Dynastien und so weiter, eben Merovingian, King, Star of David, Cube, ja, das sind alles immer wieder die gleichen großen Dynastien, die da dahinter sind und wo eben Trump überhaupt nichts dagegen machen kann. Im Gegenteil, er ist eben voll dabei. Schon wieder hast du Gott gelästert. Und nein, das sage ich nicht, weil du gegen Donald Trump geredet hast, sondern weil du schon wieder Gott kleiner machst, als er eigentlich ist. Denn wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch einen Donald Trump beschützen. Und wenn er sieht, dass Donald Trump für vieles einsteht, was gut ist, denn in der Bibel gibt es auch die Bibelstelle, dass wir Menschen das Äußere sehen, also die Fassade des Menschen, aber nur Gott sieht das Herz. Du siehst nur die Zeitungsartikel, die über Donald Trump geschrieben werden, die zum größten Teil verlogen sind, weil sie alle gegen Donald Trump hetzen. Du siehst aber nicht das Herz von Donald Trump, das sieht nur Gott und Donald Trump selber. Und wenn er wirklich für das Gute eintritt und dadurch auch durch die Scheiße gehen muss, also durch das Dunkle gehen muss, damit er das Dunkle besiegen kann, damit er auch was hat, was er als Argument bringen kann vor Gericht oder sonstiges, dann muss er zum Teil da mitspielen, um das nachher zu entlarven. Und wenn Gott sieht, er tritt für das Gute ein, also Donald Trump tritt für das Gute ein, dann kann Gott ihn benutzen. Und dann anders als Kennedy, denn von Kennedy weiß ich nicht, wie stark der an Gott geglaubt hat. Donald Trump hat mehrfach sich für Gott ausgesprochen, egal ob er zu 100% ein perfekter Christ ist. In meinen Augen ist er kein perfekter Christ, aber das ist auch mal vollkommen egal. Denn auch wenn er kein perfekter Christ ist, aber sich für Gott einsetzt, kann Gott ihn, weil er gerade aktuell Präsident ist, kann Gott ihn benutzen für das Gute. Und in dem Moment, wo du gesagt hast, da kann Donald Trump nichts dagegen anrichten, hast du in einem Punkt recht gehabt. Donald Trump kann dagegen nichts anrichten. Aber wenn Donald Trump von Gott benutzt wird, dann kann er was anrichten. Aber die Option lässt du einfach mal ganz weg, weil ich weiß nicht, was dein Gott ist. Meiner ist allmächtig. Also deiner, tut mir leid, aber so wie du dich äußerst, scheint deiner, an den du glaubst, das nicht zu sein. Oder du hast noch nicht erkannt, wie allmächtig Gott ist. Und wenn Gott hinter ihm steht, also hinter Donald Trump und sagt, okay, Donald Trump ist vielleicht mit Sünde vertraut und das und jenes und hat viel Blödsinn in seinem Leben gemacht, aber er will für das Gute einstehen, er will fürs Volk einstehen, er sagt, er wird den christlichen Glauben verteidigen, was er alles gesagt hat, wo wir später noch dazu kommen, dann wird Gott doch nicht sagen, ach nee, dann gehe ich lieber zu Biden, obwohl Biden viel mehr Dreck am Stecken hat. Sorry, also an den Gott
Den glaube ich nicht. Ich glaube an den allmächtigen Gott. Und der kann auch Trump beschützen. Und dann kann er sehr wohl was dagegen anrichten. Aber es geht halt langsam. Und nicht, man schnippt mit dem Finger und alles ist geschehen. Also wer denkt, da läuft ein Präsident rein und nimmt eine Angela Merkel, einen Bill Gates, einen Obama, das waren jetzt nur Namen als Beispiele, nimmt die einfach fest vor laufender Kamera und sagt, so, du bist jetzt verhaftet. Wer denkt, so funktioniert das? Ich weiß nicht, welche Märchen der liest. Das Böse ist genauso weit verstrickt wie das Gute. Nur, dass das Gute am Ende siegen wird. Denn so sagt es auch Gott in seinem Wort. Und das Böse ist so weit verstrickt, dass es nicht so einfach ist, da rein zu marschieren und sagt, du bist jetzt verhaftet und alles ist umgesetzt. Das geht Schritt für Schritt. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen besser erkundigen und das meine ich mal böse. Und eben nochmal zu FBI, also Trump war auf jeden Fall vor FBI beschützt, ja, seit lang, ja, das ist auch kein Geheimnis mehr. Und Night of Roundtables hatten wir auch schon gesehen, ja, also und dann noch Cousin von Ja, dann wird er halt vom FBI beschützt. Welcher Präsident wurde das bisher nicht vom FBI beschützt, hä? Welcher wurde das nicht oder zumindest unter dem Deckmantel beschützt? Ob sie dann im Endeffekt tatsächlich beschützt wurden oder mehr oder weniger ausgehorcht und kontrolliert wurden, ist natürlich was anderes. Aber hinter welchem Präsidenten stand das FBI nicht? Seitdem es das FBI gibt. Also auch das ist kein Argument, das du gezielt gegen Donald Trump verwenden kannst. Hillary Clinton, ja, also seine eigene Cousine, tut man meistens nicht ins Gefängnis. Darum ist sie Ach auch so, noch seine da. eigene Cousine. Also Meistens nicht. erstmal, wenn es seine eigene Cousine ist, warum tut man die nicht ins Gefängnis? Wer sagt denn das? Woher hast du denn diese Theorie, wenn jemand in der Familie was Schlimmes tut, jemanden umbringt oder sonstiges, nur mal als krasses Beispiel, warum sollte ich dann nicht sagen, meine Cousine war der Täter oder mein Cousin war der Täter? Natürlich wird es mir dann leid tun, weil man die Cousine und den Cousin irgendwie mag. Aber man muss auch für Gerechtigkeit einstehen. Also, was ist das wieder für ein Argument? Nur weil sie angeblich, und das kann ich noch nicht bestätigen, da habe ich mir nicht genug nachgeforscht, das muss ich jetzt selber auch gestehen, weil mir das auch relativ egal ist, ob seine Cousine ist oder nicht. Aber wenn jemand Dreck am Stecken hat oder wenn jemand was Böses getan hat, warum kann man den dann deswegen nicht ins Gefängnis stecken wollen oder anklagen? Nur weil es die Cousine ist? Also, es wäre echt sehr traurig, wenn du deine Familienmitglieder oder sonstiges, selbst wenn sie einen Mord gemacht hätten oder sonst was, beschützen würdest und sagen würdest, ach, ist meine Cousine, die verpetzt sich nicht. Das ist aber keine Gerechtigkeit, für die du dann einstehst. Also das würde ich mir nochmal gründlich überdenken. Natürlich ist es schwieriger, gegen die Cousine etwas zu machen, wenn es tatsächlich seine Cousine ist. Da gebe ich dir recht, weil ja auch Liebe drin steckt und weil man die Person ja auch mag. Aber wenn die wirklich was Schlimmes verbrochen hat, warum sollte man dann nicht für Gerechtigkeit einstehen? Ins Gefängnis. Darum ist sie auch noch da. Und eben die ganze Trump und der Vielleicht ist sie aber auch noch da, weil es nicht so einfach ist, das Ganze zu entlarven und weil da mehrere Leute dahinter stecken und mehrere mächtige Leute dahinter stecken, die sie verteidigen. Vielleicht auch korrupte Richter, korrupte Anwälte, korrupte Regierungsleute. Vielleicht ist sie deshalb noch nicht im Gefängnis und nicht, weil es nur seine Cousine ist, wenn es tatsächlich ist. Jesuiten, ja, also was die Leute einfach nicht wissen, was die Jesuiten wirklich sind, ja, das ist eine Militärorganisation, ja. Ja, Donald Trump war früher bei den Jesuiten, das stimmt. Aber nochmals, nur weil ich habe früher Eminem gehört und ich habe früher viel Alkohol getrunken, aber trotzdem mache ich das heute nicht mehr, weil ich an Gott glaube. Und ich trinke keinen Alkohol mehr, weil es mir nie geschmeckt hat, zum einen, und zum anderen, weil ich es auch nicht brauche. Aber nur weil ich früher Alkohol getrunken habe, müsste ich nach deiner Argumentation heute immer noch Alkohol trinken, oder? Weil, wenn man früher bei den Jesuiten war, dann ist man ja heute automatisch immer noch ein schlechter Mensch bei dir. Das ist überhaupt nichts Religiöses oder weiß nicht was, Aber sondern wenn man bei den Jesuiten war, dann kann man denen ihre Machenschaften auch verstehen und kann sie besser entlarven, weil man weiß, was geschieht, weil man weiß, was gelehrt wird, weil man weiß, was gesagt wird. Und wenn man da noch mit drinsteckt, obwohl man eine ganz andere Meinung hat und da noch Vertraute hat in diesem Milieu, dann kann man die immer besser entlarven und immer mehr Informationen sammeln. Tja, das Thema verdeckter Ermittler zum Beispiel sollte dir was sagen. das ist einfach eine pure Militärorganisation.
Und die haben eben Schulen, ja, und was die eben unterrichten, ist eben genau diese Technik, ja, auf allen Seiten mitzumischen und auch die Seite zu wechseln, ja, und einfach dem ganzen Ziel eben näher zu kommen und wenn nochmal dahin zu schauen, was wirklich, das ist sogar der Papst und die verstecken das. Ja, der Papst ist für mich kein Diener Gottes. Also das sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Ja, generell die Landeskirchen, katholische, evangelische Kirche und so. Klar, da gibt es die ein oder anderen Leute, die tatsächlich von Herzen Jesus suchen, aber bei den meisten ist einfach nur Geldmacherei und hat mit dem eigentlichen Glauben nichts zu tun. Aber der Papst hat jetzt auch wiederum nichts mit Donald Trump zu tun und ist wiederum kein Beleg zu sagen, dass Donald Trump zur Elite gehört. Das eben auch nicht, was sie wirklich venerieren, ja. Und jetzt mal zu der ganzen religiösen Seite von Jetzt Trump. wird's interessant und jetzt werde ich gleich einige Videos liefern, die dich widerlegen. Ja, da ist ja auch irgendwie überhaupt nichts klar, ja. Wieso, dass der einfach so einfach überall mitmischen kann. Und hier sehen wir, dass er sogar die Hand auf eine Freimaurerbibel liegt, ja, So, legt. erstmal, woher willst du wissen, dass eine Freimaurerbibel ist? Wo ist dein Beleg? Zeig mir. Ich will jetzt in deinem Video sehen, dass das, wo er die Hand drauf legt, eine Freimaurerbibel ist. Zoom die Bibel her, zeig mir den Verband der Bibel, zeig mir eine andere Bibel, wo eindeutig daraus hervorgeht, dass das eine Freimaurerbibel ist. Und selbst wenn es eine ist und er Präsident ist und er tatsächlich, nochmals, ich bin nicht ein Verehrer von Donald Trump. Ich verehre nur Jesus Christus, weil in der Bibel drin steht, niemand kommt zum Vater als durch mich, hat Jesus gesagt. Deswegen müssen wir Jesus anerkennen, um errettet zu werden. Ich liebe Jesus, ich liebe Gott, aber ich liebe nicht Donald Trump. Aber wenn er was Gutes tut, dann verteidige ich ihn auch. Genauso wie ich ihn auch kritisiere, wenn er etwas Schlechtes tut. Und im Moment ist für mich Trump besser als Biden. Definitiv. Und mit dem Video, auch wenn du sagst, du bist nicht für Biden, auch mit dem Video spielst du den Leuten, die für Biden sind, in die Karte. Und spielst quasi mehr oder weniger dem Schlechten in die Karte. Auch wenn du das so jetzt nicht siehst. Denn deswegen ist dein Video auch noch online, weil du unterbewusst in dem Moment pro Biden agierst und weil du gegen Trump bist und die ganzen Mainstream-Medien gegen Trump sind. Deswegen bleiben gegen Trump-Videos auch länger online und werden weniger zensiert wie Videos, die pro Trump sind. Und selbst wenn das eine Freimaurerbibel ist, selbst dann, und wenn Donald Trump für das Gute eintritt, nehmen wir es einfach mal an, dass Donald Trump für das Gute eintritt, dann hätte er sich gleich am Anfang entlarvt, indem er gesagt hätte, ich schwöre nicht auf diese Bibel. Dann hätten sie gefragt, warum? Ja, weil es eine Freimaurerbibel ist. Und dann wäre er schon weg vom Fenster. Also es wäre ziemlich dumm, wenn er sich so angestellt hätte. Vielleicht hat er auch im Herzen gesagt, Gott, tut mir leid, dass ich jetzt auf die schwören muss, aber ich will für das Gute einstehen und ich muss den Weg gehen, um das alles entlarven zu können. Da muss man ein bisschen nachdenken, sein Gehirn anstrengen, dass vielleicht auch andersrum funktioniert. Und nicht nur so ein Muster so geradeaus und alles andere funktioniert nicht. Manchmal muss man auch Umwege gehen, um zum Ziel zu kommen. Also, wenn es eine Freimaurerbibel ist, was du mir erstmal belegen musst, denn du sagst es ja nur, du hast keine Belege, dass es eine Freimaurerbibel ist. Wenn es eine ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass er darauf geschworen hat, um nicht aufzufallen und in Wirklichkeit trotzdem fürs Gute eintritt. Genauso besteht auch die Möglichkeit, dass er damals noch bewusst darauf geschworen hat und dann immer mehr erkannt hat, was da eigentlich gespielt wird und es jetzt bereut und gegen das Böse vorgehen will. Und genauso besteht auch deine Möglichkeit, dass tatsächlich eine Freimaurerbibel ist und dass er tatsächlich wusste, was er tut und dass er tatsächlich nur ein Schauspieler ist. Aber der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich behaupte nicht, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und eben, da haben wir es, der Lincoln, der seine Hände da auf dem Faschistensymbol hält. Ja? Die Faszes, das haben wir auch schon gezeigt. Und von dem her ist das auch nochmal klar, was die wirklich. Was hat es jetzt mit der Bibel und mit Trump zu tun? Das sind zwei Säulen oder so, auf die er sich da stützt. Also zumindest sieht es für mich so aus. Und das, was Trump hier macht, ist was völlig anderes. Und wenn er über die Bibel spricht, ja, er sagt, Bibel ist mein Lieblingsbuch, ja, und wenn man ihn fragt, was seine Lieblingsverse ist, will er nicht darüber reden. Die Bibel meint viel für ihn, ja,
Und dann, wenn man ihn fragt, ob er die Neue oder der Alte Testament-Typ ist, dann sagt er etwa beide egal, also gleich. Die Bibel ist just, die Bibel ist einfach unbeschreiblich, ja, die Bibel ist speziell. So, also erstmal zu der Aussage und dein komisches Grinsen kannst du sparen, weil ja, das zeigt einfach nur, dass bei dir Unfriedenheit im Herzen ist. Meiner Meinung nach kann mich natürlich auch irren. Also erstmal gibt es viele Christen, die tatsächlich an Jesus glauben, die tatsächlich erkannt haben, dass Jesus für sie gestorben ist, die sich aber wenig mit der Bibel befasst haben. Und da habe auch ich dazu gehört, bevor ich im intensiver mich da, ich kann dieses Grinsen nicht mehr ansehen. Das ist nicht jemand. So. Ja, das zum einen. Zum anderen, wenn er sagt, dass es egal ist, ob Neues oder Altes Testament, ist es an sich gar nicht mal falsch. Denn als Christ sollten wir die ganze Bibel ernst nehmen und nicht nur sagen, ich fokussiere mich nur aufs Neue oder ich fokussiere mich nur aufs Alte Testament. Denn alles, was in der Bibel drinsteht, ist Wahrheit. Hier kommt es wieder darauf an, in welchem Kontext es gemeint war. Und natürlich kann er unsicher gewesen sein, weil angenommen, man hätte ihn gefragt, was seine Lieblingsstelle ist. Und er hätte gesagt, ja, da wo Jesus das und das und das sagt oder da wo das und das steht, dann hätte man ihn gefragt, wo steht das? Und dann hätte er keine Antwort gewusst und dann hat er sich als lächerlich entlarvt. Aber ich kenne viele Christen, die an Jesus glauben und wenn du sie nach einer Bibelstelle fragst, dann wissen sie nicht weiter. Und da gehöre auch ich noch dazu zum Teil, das weiß ich, deswegen benutze ich auch sehr oft den Bibelserver oder Google etwas, wenn ich eine Bibelstelle im Kopf habe von der Aussage, google ich und gucke, wo die steht und so. Da bin ich auch nicht allwissend, das gebe ich auch vollkommen zu. Aber ich würde niemals jemanden richten, was du tust, weil in der Bibel steht drin, richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet. Und die Bibelstelle hast du entweder nicht gelesen oder nicht verstanden oder du ignorierst sie bewusst. Denn du richtest hier Donald Trump als schlechten Menschen ab und du weißt es nicht, weil du sein Herz nicht siehst. Also, wie gesagt, ich möchte dich nur zum Nachdenken anregen mit dem Video. Tatsächlich gibt es ein Video, wo Donald Trump sagt, er kennt die, oder er weiß nicht, was seine Lieblingsbibelstelle ist oder wo er keine zitiert. Da gibt es tatsächlich ein Video, das werden wir nachher auch noch anschauen. Ich habe alle Videos, wie gesagt, gespeichert und alle Artikel. Das werden wir nachher noch anschauen. Das gibt es tatsächlich. Aber nochmals, nur weil jemand eine Bibelstelle nicht nennt, heißt es nicht, dass er deswegen kein Christ ist. Es gibt Christen, die reifer sind im Glauben und Christen, die eben unreifer sind. Es ist wie ein Baby, ein Christ, der sich frisch bekehrt hat, der muss erstmal anfangen zu glauben. Der muss noch vieles lernen, so wie ein Baby laufen lernen muss, essen lernen muss, Fußball spielen lernen muss. Das fängt nicht an, von Anfang an alles zu können. Und genauso kann ein Christ nicht von Anfang an alles und weiß alles. Deswegen ist es ein Reifungsprozess. Deswegen steht in der Bibel auch drin, lies in der Bibel und bete jeden Tag, dann wirst du wachsen. Der wirklich die Bibel kennt, der würde nicht so auf Bibel reden. Aber er sagt jetzt. Ja. Und jemand, der die Bibel kennt, der würde auch wissen, dass man nicht richten soll, damit man selbst nicht gerichtet wird. Selber, dass Und er. dass man lieber beten sollte. Aber beten, das vergessen natürlich die meisten Christen, die solche Videos machen. Quasi Presbyterian. Protestant ist, ja, und wenn man da sieht, das ist auch so wieder eine World Communion of Reformed Churches, ja, also heißt es so wieder so eine, die Kirchen, die sich zusammentun, und das hat eben, also das ist genau eben so die Richtung von der neuen Weltordnung, und die haben als Symbol eben den brennenden Buch. Nein, die Richtung von der neuen Weltordnung ist was völlig Falsches und schon was völlig anderes und schon wieder redest du Blödsinn. Die Richtung der neuen Weltordnung ist eine Religion, die alles vereint. Christen, Moslems, Juden, Buddhisten und so weiter und so fort. Also eine kommunale Kirche, eine kommunale Gemeinde, die alle Glaubensrichtungen beinhaltet. Und das, dann heißt es am Ende, ist egal, an was du glaubst, Hauptsache du glaubst. Das, was du hier nennst, ist was völlig anderes. Bush, ja, aus der Bibel, was. Da vereinen sich mehrere christliche Glaubensgemeinschaften und nicht mehrere Glaubensgemeinschaften. Also da vereinen sich keine Moslems mit Christen und Juden und Buddhisten und Hinduisten. Nein. Das hier, da vereinen sich mehrere christliche Glaubensgemeinschaften, die vielleicht in manchen Punkten unterschiedliche Ansichten haben.
Zum Beispiel in der Bibel steht drin, haltet euch fern von Fabelwesen jeder Art. Und trotzdem hatten wir mal eine Gemeinde oder waren in der Gemeinde, die auch an Jesus geglaubt haben, alles Mögliche, die aber ja, das mit den Fabeln nicht so ernst genommen haben und die gesagt haben, okay, wir lesen trotzdem auch in der Kinderstunde, wo den Kindern halt von Jesus was erzählt wurde oder so, auch mal irgendein Märchen oder so vor. Und das ist nicht biblisch und das ist auch nicht richtig. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was du hier meinst mit der Ein-Mann-Regierung, was die neue Weltordnung plant und mit der globalen Religion. Eben auch wie die, so der der Baum des Lebens, ja, auch wieder kabbalistisch total, und eben, ja, der brennende Busch ist auch wieder symbolisiert. Der brennende Busch ist übrigens in der Bibel drin und ich habe gedacht, du kennst die Bibel, zumindest redest du vom Glauben. Der brennende Busch war der Busch, durch den Gott gesprochen hat. Also es ist ein biblisches Symbol und vielleicht sollte hier auch der brennende Busch dargestellt werden, denn es sieht für mich eher aus wie Feuerflammen hier. Und dann natürlich kann es sein, dass das hier ein New Age-Symbol ist oder ein okkultes Symbol. Aber es kann auch genauso sein, dass der brennende Busch dargestellt werden soll. Und das weißt du nicht, weil du hast nicht mit dem Zeichner gesprochen, du hast nicht mit dem gesprochen, der das entworfen hat. Also kannst du nicht sagen, das ist wieder ein Zeichen für das und jenes, weil schon wieder fängst du an zu richten und du weißt es nicht. Und solange du es nicht besser weißt, kannst du nicht richten. Genau das gleiche wie die Phönix. So, wir schauen doch mal an, was es tatsächlich bedeutet. Fangen wir mal langsam mit den Belegen an. So, was ist Presbyterian? Das ist nicht das, was du behauptest, dass alles in eins gemischt ist und dass Moslems mit Christen und mit Juden und was weiß ich. Das ist nämlich das, was die neue Weltregierung machen will. Das hier, was Donald Trump macht oder wo in die Gemeinde, in die er gegangen ist oder was er behauptet, was er ist, das ist, können wir hier lesen, die Presbyterian Church USA oder Presbyterianische Kirche USA, kurz PC, ist eine protestantische, und das sind viele freie christliche Bewegungen, Mainline-Kirche in den Vereinigten Staaten. Die Kirche gehört zum reformierten Kirchen des Protestantismus, deren Ursprung auf Johannes Calvin zurückgeht. Und was ist der Calvinismus? Da habe ich auch einen Artikel hier in Wikipedia. Der Calvinismus ist eine theologische Bewegung, die auf den Lehren des in der Republik Genf arbeitenden französischen Reformators Johannes Calvin beruht, dessen Denken die reformierten Kirchen Kontinentaleuropas sowie Presbyterianer, Kongregationalisten und einige andere Kirchen, vor allem in angloamerikanischen Raum nachhaltig geprägt hat. Und was der Calvinismus ist, da gibt es hier ein interessantes Video, das ich mir dazu angeschaut habe. Der Calvinismus ist eine christliche Lehre, die aber meiner Meinung nach, und das ist meine Meinung, deswegen sage ich auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Und das ist auch das, was die hier in dem Video sagen, das Einzigste, was ich in dem Video hier gut finde. Eigentlich auch was sehr wichtig ist. Ich meine, ich glaube, wir machen dieses Video nicht, um irgendjemanden hier anzugreifen. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem. Aber eigentlich einfach nur, um Menschen dazu zu bringen, hört nicht auf das, was andere Leute euch sagen, hört nicht auf das, was wir hier sagen heute in diesem Video, sondern guckt einfach, was in Gottes Wort steht. Lest es selbst. Genau. Schaut, was in Gottes Wort steht. Lest es selbst. Deswegen auch, was ich sage. Prüft alles und das Gute behaltet. So steht es in der Bibel auch drin. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist der Calvinismus der falsche Weg. Aber nochmals, prüfet alles und das Gute behaltet. Sie sagen hier in dem Video, also zum einen, sie glauben an Jesus Christus, sie glauben an Gott, sie glauben, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, sie glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, das glauben sie alles, aber sie glauben, dass Gott Menschen auserwählt. Also sie glauben nicht, dass wir einen freien Willen haben, wie es andere tun, wie es andere christliche Glaubensgemeinschaften tun,
sondern sie glauben, dass Gott sich einzelne Menschen rauspickt, wo er sagt, okay, die errette ich und die anderen, die am Ende ihres Lebens sind, die verdorben oder gehen in die Hölle oder ja, sind einfach nicht gerettet. Und das ist nicht das, an was ich glaube. Ich glaube natürlich, dass Gott da auch was mitwirkt. Also, dass Gott halt auch, wenn ich einem Menschen von Jesus erzähle, wenn ich einem Menschen erzähle, du brauchst Jesus, dass Jesus dann zu dem Menschen reden kann und sagen kann, hey, das stimmt, was der dir erzählt. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, der Feind, der dann zu dem Menschen redet und sagt, das stimmt nicht, glaubt es nicht. So kann Gott die Menschen beeinflussen, aber die Menschen entscheiden im Endeffekt selber, ob sie sich für Gott entscheiden oder nicht. Also ob sie der schlechten Stimme hören, die sagt, glaubt es nicht, oder der guten von Gott hören, die sagt, hey, glaubt es ja, Jesus ist für eure Sünden am Kreuz gestorben, ob sie die Stimme dann hören oder ob sie auf die negative Stimme hören. Das können die Menschen selber entscheiden, aber laut dieser Ansicht kann das nur Gott entscheiden. Natürlich, Gott ist allmächtig und ich möchte ihm seine Allmächtigkeit nicht abstreiten, das heißt im Endeffekt ist es tatsächlich Gott, der halt den Menschen die Gnade schenkt, dass sie die Wahrheit erkennen. Aber ich glaube nicht, dass Gott sagt, ach, mir egal, du kommst auf die Welt und du bist am Ende verloren, du kannst machen, was du willst, du erkennst sowieso nicht die Wahrheit. Sondern ich glaube, dass Gott ihnen halt die Chance gibt, das zu verstehen, indem eben Jesus zu ihnen spricht. Und das kennen wir durch unsere Gedanken. Wenn uns zum Beispiel jemand von Gott erzählt, dass wir sagen, ja, vielleicht hat er doch recht und es stimmt irgendwie, aber dass dann gleich der schlechte Gedanke vom Bösen kommt und sagt, ach, glaubt es nicht, das ist nur alles Quatsch. Und deswegen glaube ich, dass Gott Menschen erretten kann und dass wir steht in der Bibel so ähnlich auch drin, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen sollen. Weil ein Menschen, den du ständig bearbeitest, der dann zu Jesus findet, nur weil er will, dass du Ruhe gibst, ist kein richtiger Christ. Mein Opa hat immer gesagt, ein Hund, den du zum Jagen treiben musst, der taugt nichts. Und genauso ist es auch mit einem Christen, der nur zu Jesus kommt oder sagt, Jesus, komm in mein Herz, weil der Partner, die Partnerin, weil der Freund, der Kumpel ihn so lange bearbeitet hat oder die Mutter so lange bearbeitet hat, bis er gesagt hat, ach komm, damit du Ruhe gibst, dann lasse ich jetzt halt Jesus in mein Herz. Das ist dann kein Christ. Das ist dann, wie in der Bibel drinsteht, die Lauwarmen, die speie ich aus. Das ist jemand, der nur Friede, Freude, Eierkuchen gesagt hat, okay, Jesus, komm in mein Herz, damit eben sein Kumpel oder seine Mutter oder damit seine Partnerin Ruhe gibt, damit, ja, also das ist kein richtiger Christ in meinen Augen. Weil du musst aus freien Stücken zu Gott kommen. Du musst selber überzeugt sein, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Nur dann macht es Sinn, sich zu bekehren und zu sagen, ich glaube an Jesus. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da auch selber dazu beisteuern können. Und diese Calvinisten, die glauben eben, alles kommt nur von Gott. Die glauben eben, Gott wählt sich die Menschen aus. Also quasi, er sitzt da oben und sagt, du darfst an Gott glauben. Oder dich errette ich und dich nicht. Und das ist nicht das, woran ich glaube, aber das ist das, was die Calvinisten glauben. Und die presbyterianische Kirche, in die angeblich Donald Trump geht, die stammt von dem Calvinismus ab. Aber nochmals, das heißt nicht, dass jede presbyterianische Kirche diese Lehransicht hat. Das ist genauso mit den Baptisten. Es gibt baptistische Kirchen, die haben mit Fabeln kein Problem. Und dann gibt es baptistische Kirchen, die sagen, nö, Fabeln sind laut Bibel nicht in Ordnung. Es kommt immer drauf an, wie der Leiter der Kirche, wie der Leiter der Gemeinde das sieht. Und so kann es durchaus sein, dass Donald Trump in einer presbyterianischen Kirche ist, die den Calvinismus nicht lehrt oder die zumindest in der Ansicht etwas anders ist, als diese jungen Herren hier in dem Video das vermitteln. Und die in dem Video vermitteln, dass eben Gott die Menschen auserwählt und dass wir dazu nichts oder wenig beisteuern können. Und ich persönlich sehe das halt anders. Ich denke, okay, dann würde es ja keinen Sinn machen, dass Jesus sagt, zu seinen Jüngern, geht raus und werdet Menschenfischer. Und da würde ja auch die Bibelstelle hier wenig Sinn ergeben. Moment. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt.
dann müsste da stehen, damit jeder, den Gott sagt, du darfst an mich glauben, nicht verloren geht. Und deswegen macht das mit dem Calvinismus für mich wenig Sinn. Aber ich bin kein Richter und deswegen würde ich auch nie sagen, jeder, der Calvinist ist, geht in die Hölle. Wenn der von Herzen Jesus liebt und von Herzen Jesus anbetet und an ihn glaubt, dann bin ich nicht der Richter, der sagt, okay, nur weil du jetzt halt gedacht hast, Menschen werden auserwählt und man kann wenig selber dazu beisteuern, gehst du in die Hölle. Das kann ich nicht machen. Das kann nur Gott im Endeffekt entscheiden, ob der dann errettet ist oder nicht. Und dann auch noch die andere Bibelstelle, die hier ein Nutzer genannt hat. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Auch das deckt sich nicht mit dem Calvinismus. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, was der Calvinismus im Endeffekt lehrt. Also sie lehren nicht einen anderen Gott. Sie lehren natürlich Jesus Christus und sie lehren, dass man an Gott glauben muss, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir errettet sind. Also so wie ich es aus dem Video rausgehört habe, lehren sie das alles. Nur, dass sie eben bei dem, wie werden Christen errettet oder wie kann man zu Gott finden, dass sie da eben eine andere Ansicht haben und sagen, die Menschen bearbeitet Gott selber. Also Gott wählt sich Menschen aus, wo er sagt, hey, du hast das Recht, das zu erkennen. Und beim anderen sagt er, nö, bei dir nicht oder du bist zu verblendet oder was auch immer. Meine Mutter hat immer gesagt, Gott gibt uns bestimmte Anzahlen von Chancen, wie oft wir uns bekehren können und wenn wir immer ablehnen und sagen, nein, will ich nicht, irgendwann sagt er, okay, für dich ist die Zeit vorüber, du stirbst jetzt oder du hast einfach keine Chance mehr, zu mir zu kommen. Das halte ich für realistischer, dass wir gewisse Anzahlen an Chancen haben oder dass er immer wieder versucht, uns, dass Gott immer wieder versucht, uns quasi aufzuwecken. Wir erleben es ja, ich kenne einige Christen, die es selber erlebt haben. Da kam in der Schulklasse jemand, der von Gott erzählt hat, der wurde ausgelacht. Dann Jahre später kam ein Freund, der von Gott erzählt hat. Und wiederum Jahre später kam eine Freundin, die von Gott erzählt hat. Und irgendwann waren die so weit, dass sie gesagt haben, Moment, das macht alles Sinn. Und haben dann quasi mehrere Anläufe gebraucht, um zum Glauben zu kommen. Haben immer ein Stück weit erkannt, vielleicht macht es ja doch Sinn. Beim zweiten Freund, vielleicht macht es doch irgendwie Sinn, vielleicht macht es doch mehr Sinn, als ich gedacht habe. Und dann kommt ein anderer Kumpel oder so und dann sagen sie, der redet auch von Gott. Ja, irgendwie scheint da schon was Wahres dran zu sein. Und so denke ich, dass wir auch in Stückwerken zum Glauben finden können, indem wir immer mehr Schritt für Schritt erkennen, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Die Calvinisten, die denken da halt anders. Die denken, es gibt Menschen, die können zu Gott finden, aber nur weil Gott sich die auswählt. Und wenn Gott die sich nicht auswählt, dann können wir denen so oft von der Bibel erzählen, wie wir wollen, dann geschieht da nichts. So in etwa ist die Ansicht der Calvinisten. Und deshalb kann man auch Folgendes erklären, was jetzt gleich kommt. Aber nochmals, sie leugnen nicht Gott, sie leugnen nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Sie haben nur eine andere Ansicht, wie der Weg zu Gott ist. Eben, wenn man ihn also halt, dass Gott die Menschen selber auswählt. Der Bibel fragt oder so, weiß er wirklich nicht, was er antworten oder so, aber er hat dann trotzdem noch... Nochmals, er weiß manchmal nicht, was er antworten soll, das ist gut möglich, weil es eben Christen gibt, die nicht so bibelfest sind, die eben nicht so viel in der Bibel gelesen haben, um gleich eine Antwort zu wissen oder auch die Bibelstellen zitieren zu können, wo die stehen. Und da denken halt viele, ich sag lieber gar nichts, bevor ich mich dann blamier und er mich fragt, ja, wo in der Bibel steht es? Und dann Donald Trump sagen müsste, ja, weiß ich nicht. Einfach sagen, dass er der Auserwählte ist, ja. Und das ist halt dann eben schon mehr als sehr komisch. Ja, das stimmt. Das ist mehr als sehr komisch, weil Gott wählt die Menschen aus und nicht die Menschen wählen sich selber aus, sondern Gott sagt, du bist der Auserwählte. Aber wenn er in diesem Calvinismus groß geworden ist, dann erklärt sich das auch, warum er meint, er wäre der Auserwählte. Weil eben die Calvinisten daran glauben, dass Gott die Menschen auserwählt, die zu ihm finden können. Nochmals, meiner Ansicht nach ist das nicht richtig, was die lehren, aber ich würde niemals behaupten, dass jeder Calvinist deswegen in die Hölle geht. Das würde ich niemals behaupten, weil wenn er Jesus annimmt, und in der Bibel steht drin, niemand kommt zum Vater als durch mich, also durch Jesus Christus, und wer mich anruft, der wird errettet werden. Also wenn der Mensch Jesus sucht und Jesus in sein Herz reinlässt, aber dann halt die Ansicht hat, okay, Gott wählt sich die Menschen selber aus und wir können nicht selber durch
Erkenntnis quasi zu Gott kommen, sondern nur wenn Gott sagt, du darfst zu mir kommen. Ist meiner Ansicht nach nicht richtig, diese Lehre und diese Ansicht, aber wie gesagt, prüft alles mit der Bibel selber. Auch ich kann hier nur meine Denkweise wiedergeben. Und trotzdem kann ich aber nicht sagen, dass diese Menschen in der Hölle landen. Und trotzdem kann Gott auch einen solchen Menschen benutzen. Selbst wenn Donald Trump auch die Ansicht hätte, dass Gott die Menschen selber auserwählt und deswegen Donald Trump wahrscheinlich auch denkt, dass er der Auserwählte ist, dann kann Gott aber trotzdem Donald Trump benutzen, wenn Donald Trump ansonsten für Gottes Wort einsteht und die Christen verteidigt. Und das werden wir jetzt auch sehen. Das hat er mehrfach getan. Wir schauen da mal ein paar Videos an. Erstmal schauen wir das Video an. Here in Iowa, it's getting really, really competitive, very neck and neck between you and Cruz. There's an entity called Central Marketing Incorporated. It's polling people in Iowa, asking them about different attack lines against you. He shouldn't be doing it. I don't know for a fact that it's Ted Cruz. I'll tell you what, if you look at his answer, because somebody asked him, do you think it's you? And he went, believe me. After I saw that, I said, it's him. He shouldn't be doing that. Very unethical. Well, let me ask you, because one of the potential attack lines has to do with an answer you gave to Frank Luntz months ago when you said that you've never asked God for forgiveness. Do you regret making that remark? No, I have great relationship with God. I have great relationship with the evangelicals. In fact, nationwide, I'm up by a lot. I'm leading everybody. But I like to be good. I don't like to have to ask for forgiveness. And I am good. I don't do a lot of things that. Und das ist wieder was, wo auch gerade Xavier Naidoo damit zu kämpfen hat. Nur dass Xavier Naidoo halt komplett leugnet, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Im Moment, wo ich ja schon ein Video dazu gemacht habe. Aber Donald Trump, er sagt hier, er bittet nicht um Vergebung seiner Sünden, denn er glaubt, dass er ein viel besseres Leben führt, als man es nach außen sieht und als es halt vermittelt wird. Und dass er ein sehr demütiger Mensch wäre oder halt ein sehr, ein Mensch, der sehr auf sich bedacht ist und was er tut und so. Und dass er eine Beziehung zu Gott hätte. Aber wir müssen natürlich auch um Vergebung unserer Sünden bekennen, weil in der Bibel steht mehrfach drin, dass wir die Sünden bekennen sollen, dass Gott uns dann vergeben wird. Aber, ja, wie gesagt, wir wissen nicht, wie bibelfest er ist, aber er hat mehr Gott erwähnt und mehr die Bibel erwähnt und mehr gesagt, dass er das Christentum verteidigt, als es bisher ein Präsident getan hat. Und ihr könnt jetzt das Internet durchsuchen, ihr werdet sowas von keinem Obama finden und auch von keinem Bush, im Gegenteil. Und deswegen ist klar, dass die Medien ihn hassen, weil die Medien ständig gegen das gehen, was für Gott ist, denn das wollen die nicht. Also hier sollten wir auch beten, dass Donald Trump das erkennt, dass er für Vergebung seiner Sünden bitten muss, dass es nicht einfach nur reicht, zu versuchen zu leben, als hätte man keine Sünden oder zu versuchen, perfekt zu leben, denn es wird ihm nicht gelingen. Deswegen ist ja Jesus am Kreuz gestorben, damit wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Und darum bitten können, wenn wir gesündigt haben. Aber wie gesagt, ich finde nicht alles gut, was Donald Trump macht. Deswegen, das muss ich jetzt hier auch kritisieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott ihn nicht benutzen kann. Denn nochmals, Gott ist allmächtig. Gott ist allmächtig. An einen allmächtigen Gott, glaube ich. Und dann ist es auch logisch, dass er trotzdem sagen kann, hey, wenn Donald Trump hier für Gottes Wort einsteht und wenn er sagt, ja, ich werde das Christentum verteidigen und so und sich da klar fürs Christentum ausspricht, dann glaube ich auch, dass Gott sagt, okay, dann werde ich dem versuchen zu helfen und werde auf seiner Seite stehen. Zumindest was den Kampf hier betrifft gegen das Böse, wenn er tatsächlich gegen das Böse vorgeht. Ich habe gesagt, wir schauen noch andere Videos an, die machen wir jetzt auch. Not only that, if you take a look, intellectual property theft. Add that to it. And add a lot of other things to it. So somebody, excuse me, somebody had to do it. I am the chosen one.
Somebody had it. So, er guckt nach oben, er sagt, er ist der Auserwählte. Und nochmals, wenn er an den Calvinismus glaubt oder zumindest damit groß geworden ist, so, zu manchen Teilen, dann ist es klar, dass er denkt, Gott hat ihn auserwählt. Dann hat es eventuell nicht mal was mit Überheblichkeit zu tun, so nach dem Motto, ich bin jetzt ein Prophet Gottes, der gesendet wurde, sondern dann glaubt er halt tatsächlich, wie es die meisten Calvinisten tun, dass Gott ihn halt auserwählt hat und dass nur Gott das kann, dass Gott Gnade mit ihm hatte, dass er erkennen kann, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und dass er jetzt der Auserwählte ist. Wie gesagt, die Calvinisten, die glauben ja so ähnlich. Von dem her kann man das auch auf das beziehen. Sorry, somebody, excuse me, somebody had to do it. I am the chosen one. Sagt das wieder. Ich bin der Auserwählte. I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. So I don't want to get into verses. I don't want to get into it. There's no verse that means a lot to you that you think about or cite. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. And with that, Twitter. Ja, er möchte nicht ins Detail gehen, wahrscheinlich weil er zu unerfahren ist. Und nochmals, ich kenne viele Christen, die zwar an Jesus glauben und wo man auch wirklich sieht, dass die Jesus von Herzen lieben, aber wenn man die nach Bibelstellen fragt, dann könnten die auch keine genauen Bibelstellen nennen. Und von dem her gut möglich, dass er hier einfach Angst hatte, ja, wenn ich jetzt sage, meine Lieblingsstelle ist die, in der Jesus das und das sagt, ist gut möglich, dass er Angst hatte, dass dann der Interviewer sagt, ja, wo genau steht das? Weil die Mainstream-Presse will ja nur, dass Donald Trump sich blamiert und wenn er dann die Bibelstelle nicht nennen könnte, dann wäre das für die Mainstream-Medien ein gefundenes Fressen. Und deswegen hat er versucht, hier wahrscheinlich sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Zum Thema Donald Trump ist kein Christ, schauen wir uns noch ein paar andere Videos an. Und zwar zum Thema Donald Trump hält sich für einen Gott oder für den Auserwählten, kann man jetzt hier klar widerlegen, nämlich dass Donald Trump vielleicht denkt, dass Gott ihn auserwählt hat, was im Endeffekt nur Gott weiß, denn wir wissen das nicht. Gott kann ihn aber auf jeden Fall gebrauchen für das Gute, weil Gott allmächtig ist und wenn er allmächtig ist, dann ist ihm auch das möglich zu tun. Und hier in diesem Video sagt Donald Trump, ich werde es ablaufen lassen, damit ihr seht, dass er auch wirklich das sagt, aber er sagt es halt auf Englisch. Deswegen übersetze ich euch erstmal auf Deutsch, was in dem Video gesagt wird. Donald Trump sagt, Masken oder keine Masken, das ist egal, am Ende brauchst du Hilfe vom Boss. Und dann zeigt er nach oben, genauso wie er auch gesagt hat, I'm the chosen one, ich bin der Auserwählte, nach oben schaut, also quasi zu Gott. Und dann sagt er, er wurde mal gefragt, oder ihm wurde gesagt, er wäre der berühmteste Mensch auf der Erde. Und dann hätte er gesagt, nein, das stimmt nicht. Dann hätten sie gesagt, doch, das stimmt. Und dann hätte er gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann hätten sie gefragt, ja, wer ist es dann? Und dann hätte er gesagt, Jesus Christus. Und dann sagt er danach noch, und es ist nicht mal nahe, also ich habe nicht mal eine geringe Chance, an Jesus ranzukommen, sondern die Entfernung zu Jesus ist sehr, sehr groß und ich habe keine Argumente dagegen, also Jesus ist größer, ich habe keine Argumente dagegen, also man sieht, dass er hier quasi, Jesus über sich stellt. Und das ist auch wiederum etwas, was gegen den Antichristen spricht und gegen die Theorie, dass viele Christen gemeint haben früher, Donald Trump wäre der Antichrist, weil in der Bibel drin steht, dass der Antichrist den Jesus als Christus leugnen wird. Und das hat er damit nicht getan, weil er hat Jesus in diesem Argument klar über sich gestellt. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm
arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even... Da hat er zum Ende noch gesagt, er schaut nach oben und sagt, das ist nicht mal eng, also quasi, es ist not even close. Ja, dass er also eine große Distanz, dass Jesus eine große Distanz zu ihm hat und er ihn niemals erreichen kann. Also ein klares Statement. Schauen wir mal weiter an, was das Glaubensleben betrifft. Nennt mir einen Präsidenten, der so oft für sich beten lassen hat wie Donald Trump. Und zwar keine katholischen Gebete, sondern richtige Gebete an Jesus Christus. This is one of the greatest men, and before we start out, we'd like to pray over him. And we know we are people of prayer, so will you stretch your hands and pass President Trump, these are some of your greatest faith leaders that would love to pray over you. Pastor Jensen's going to start, Apostle Maldonado, and we love you. Will everybody just stretch your hands towards the president before he gets up, because we know that prayer makes a difference. Wir wissen, dass Gebete einen Unterschied machen, hat sie zum Ende gesagt. Let's all pray. Heavenly Father, we come to you today and we thank you for this nation that was born in 1776. We pray in 2020 it would be born again. We pray for your spirit to move across our nation and we humble ourselves and we pray. We repent of personal sins and national sins. And we humbly ask you to bless our nation and to bless our president, Donald Trump. Yes. Lord, I thank you that America didn't need a preacher in the Oval Office. Yes. It did not need a professional politician in the Oval Office, but it needed a fighter and a champion for freedom. And Lord, that's exactly what we have. I thank you, Lord, that he doesn't claim to be perfect, but he is passionate. Also er hat gesagt, es braucht keinen Prediger im Weißen Haus. Musst du mal genau anhören, was das war. In the Oval Office. It did not need a professional politician in the Oval Office. Es braucht keinen perfekten Politiker in den Oval Office. Also but it needed a fighter and a champion for freedom. Aber es braucht einen Kämpfer und Champion für den Frieden. Und in der Bibel steht auch in einer Bibelstelle drin, ich werde die Bibelstellen, wen es interessiert, der soll es einfach in die Kommentare schreiben, ich werde die Bibelstellen dann kommentieren oder euch dazu schreiben. Es gibt auch eine Bibelstelle, wo drin steht, dass die Friedensstifter von Gott gesegnet werden. Und wir wissen, dass Donald Trump mit vielen Ländern Frieden geschlossen hat, wo die anderen Präsidenten nur auf Krawall aus waren. Und warum sollte Gott sowas nicht segnen? Lord, that's exactly what we have. I thank you, Lord, that he doesn't claim to be perfect, but he is passionate. He's passionate for the to stop the merciless killing of the unborn. He's passionate to. Wir wissen, dass er nicht perfekt ist, aber er ist ausgewählt, um das Abtöten von Föten, also das Töten von kleinen Kindern, zu stoppen. Raise people from poverty. Was auch absolut biblisch ist. And 6 million have been. To raise people from poverty, and 6 million have been moved from food stamps to the dignity of work. He is passionate, oh God, to see our Supreme Court filled with men and women who will stand for justice for all. And er will, dass er oder er ist auserwählt, um den Supreme Court und andere Stellen zu füllen mit Leuten, die für Gerechtigkeit stehen. Lord, we thank you for all that you have begun. And now that you have begun it in our nation, in the middle, we pray that you would bless. Beginnings are wonderful. Endings are wonderful. But in the middle, we need your help. In the middle of the race, the runner needs his second wind. In der Mitte des Kampfes, des Rennens, In the middle, oh God, of a battle, the reinforcements need to come in. So send your power and your presence to. Da brauchen wir dich, dass du mit reinkommst und send deine Power, deine Kraft. Touch this president. Show him who you are. Show him your. Zeig ihm, wer du bist. Your love. Show him the. Zeig ihm deine Liebe. Love of the people. And Lord, do something. Zeig ihm die Liebe der Menschen. So great in him and in this nation.
arbeite, Lord, also Herr, arbeite stark in ihm und in dieser Nation. Pundits on TV and the news anchors will be amazed at how great America is, because God is great in America again. In Jesus' name we pray. In Jesus' Namen wir beten. Amen. Amen. Also in Jesus' Namen. Ich lasse die anderen Gebete jetzt mal nicht ablaufen, sonst ist das Video zu lang. Hier nochmals ein Video. Pastor Jeffress. Yes. Prayer. Let's pray together. Pastor Jeffress, beten Sie bitte. May we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Vater, dein Wort sagt, wenn Menschen demütig werden und dich erkennen, dann vergibst du ihnen ihre Sünden. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. Vater, wir danken dir, dass wir einen Präsidenten haben, Donald Trump, der in die Kraft von Gebeten glaubt. Und es steht tatsächlich in der Bibel drin, dass Gebete eine Macht haben. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend. Father, this is what für Weisheit für den Präsidenten. Alles kann ich nicht genau übersetzen, es geht zu schnell. We need. We pray for healing for our country. Wir beten für Heilung unserer Stadt, unseres Landes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with. Wir beten für physische Heilung für die, wo bei dem Hurricane ja zu Schaden gekommen sind oder halt Menschen verloren haben oder so. Them, provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. Wieder wird der Name Jesus Christus genannt. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. Wir wollen für spirituelle Heilung beten. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump. Nun hast du uns ein Geschenk gegeben, Donald Trump. Wants to bring healing to this country. Der Heilung in das Land bringen will. He is bringing healing to this country, and I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to. Und ich bitte dich, dass du ihm und Präsident Pence die Heilung gibst und die Kraft. Truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again, and we can. Wir wollen, dass Amerika gut oder great, super erneut wird. Know that America can only be great if America is good, and we know we have a president who wants to make America good. I pray your blessing. Wir wissen, dass wir einen Präsidenten haben, der Amerika gut machen will. Upon him, the First Lady, their family, give them wisdom as. Gib der First Lady und ihrer Familie Weisheit. They seek to honor you, and we pray this in the name of. Dass sie dich ehren. Lord Jesus Christ. Und wir beten das im Namen des Herrn Jesus Christus. Came and died and rose again, that we might have eternal. It's in his name that we pray. Jetzt hat er irgendwas gesagt, dass wir ewiges Leben haben im Namen von ihm, also von Jesus Christus. Amen. Amen. Thank you, man. Jetzt hat er gesagt, das ist wunderschön, danke, und im Namen des Pastors halt. So, nächstes Video. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen nachforschen und nicht einfach nur Statements raushauen, wie dieser Typ da, der vielleicht nur Bildzeitung und sonstiges gelesen hat und sich gar nicht mal die Mühe gemacht hat, hier nachzuforschen. Ich bin hier über eine Stunde an dem Forschen von dem Video dran gesessen. Hier betet jetzt diese Dame, ob sie für Donald Trump beten darf. Und er sagt ja. Alright. I don't know if you guys want to bow your head. Okay. Alright. Dear God, I'm not really good at. Dear God. Ich bin nicht gut in dem, was ich jetzt mache. Ich danke dir so sehr für die Ehre oder für die Gelegenheit, dass wir im Weißen Haus sein dürfen.
Thank you for giving us a great leader like Trump, Mr. Danke, dass du uns einen großartigen Leiter wie Donald Trump gegeben hast. Donald Trump, and I would like to thank you for waking up our nation. Ich danke dir, dass du unsere Nation aufwächst. God protect us. God protect our president. Ich bitte, dass Gott uns beschützt, dass Gott unseren Präsidenten beschützt. He's going through so much right now. So er geht durch so vieles gerade. Scrutiny. God, I believe that you gave him to us, and I believe that. Ich glaube, Gott, dass du ihn für uns gegeben hast. He's gonna accomplish so much more. I know you have more for us. Jesus, er ist für so viel mehr bereit. Ich weiß, dass du so viel mehr für uns bereithältst. I ask you to protect us and walk with us. Ich bitte dich, uns zu beschützen und mit uns zu laufen. In Jesus' name, the enemy tries to attack. In Jesus' Namen, der Feind, der Gegner. Because every single day he tries to discourage. Versucht uns zu attackieren. But he has no room. He has no room. Aber er hat keinen Raum, keinen Platz. And that's all I have to say. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Na, jetzt applaudiert er. Ich glaube, der hat es gesagt, neuer Star, also neuer Held oder was auch immer. Ich habe es nicht richtig verstanden. Danke an alle. Danke jeder. Gut, nächstes Video. I'm going to ask Ben Carson, and you can stay if you want it, because you need the prayer. So with that, I'm going to ask Ben Carson, and you can stay if you want it, because you need the prayer more than I do, I think. You may be. Er bittet irgendeinen Pastor oder so zu beten, und er bittet alle aufzustehen, denn er glaubt, die anderen brauchen die Gebete mehr wie er. The only ones. Maybe a good solid prayer and they'll be honest, Ben. Is that possible? Muss ein gut gesprochenes Gebet sein. So Ben will ask you to say grace. Okay. Thank you. Our kind Father in heaven, we're so thankful for the Vater im Himmel. Opportunities and the freedom that you've granted so us in this country. We thank you for the president and for cabinet members who are courageous. Wir danken dir für den Präsident und Cabinet members, also halt die Leute, die mit ihm arbeiten. Who are willing to face the winds of controversy in order to provide a better future for those who come behind us. We're thankful for the unity in Congress that has presented an opportunity for our economy to expand so that we can fight the corrosive debt that has been destroying our future. Ja, das ist, wie gesagt, ihr könnt das Gebet nachher selber anhören, das sind mehrere Gebete. Auch hier nochmal ein Gebet von dem Fred Pastor, der auch im Namen Jesus steht. Okay. Okay, so you can. Okay. Just do it from here. How about that? Lord God, I ask that you pour out your Holy Spirit on President Trump, that you give him supernatural. Bitte dich, Herr, dass du deinen Heiligen Geist auf Präsident Trump gibst. For wisdom. Und ihm Weisheit gibst, to accomplish all the plans you have for this country, um alle Pläne zu fertig zu machen, die du für die Stadt, für die Nation hast. And for him. Und für ihn. I ask that you give him wisdom and how to lead. Ich bitte dich, dass du ihm Weisheit gibst, this country, um dieses Land zu leiten. Righteousness. Und für Gerechtigkeit. I ask that you give him perseverance and endurance and courage to stand for truth. Ich bitte dich, dass du ihm Kraft gibst, für die Wahrheit einzustehen. Ich bitte dich, dass du ihn beschützt für gegen den Feind. Would undermine. Vor dem Feind. I ask that you make him a great blessing to this country. Ich bitte dich, dass du ihn einen großen Segen für dieses Land machst. Fill him with your wisdom and strength and perseverance. Füll ihn mit deiner Weisheit und deiner Kraft. And we bless him. Und wir segnen ihn. May he be a great blessing to our country.
und damit er ein großer Segen für unser Land wird. In Jesus' name, we bless you. In Jesus' Namen, wir segnen dich. Amen. Amen. I just want to pray that the Spirit of the Lord would rest on the President, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge. Die betet jetzt auch für Weisheit für den Präsidenten. And fear of the Lord. Amen. Gut, nächstes Video. If you would allow us, every single week, remain standing by the way, every single week in the Senate, we close our prayer time by standing together and praying for each other. Jede Woche stehen wir zusammen und beten füreinander. And if you would allow Chris and I to be able to do that, we'd like to do that for you today. Wenn du erlaubst, werden wir das für dich jetzt auch tun, da sagt er danke. Father, thank you for the way that you do provide for us. Pray that you would pour your overwhelming blessing and wisdom on the president. Vater, wir danken dir, dass du da bist, und on the vice president. Wir danken dir für den Segen des Präsidenten. His cabinet and his team. Pray that you would energize them. So ähnlich hat er es gesagt. Sorry, mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich versuche es so gut wie möglich zu übersetzen. That you would give him wise counsel. In quiet moments, dass du ihm weise Entscheidungen gibst. Has a gap to be able to think. Pray that you would guide him in the way to go. Dass du ihn leitest in den Weg, den er gehen soll. He's our nation. Give him the insight that he needs. Give him joy in the task. And use him for your kingdom's sake and for our nation and world. Nutz ihn für dein Reich. In the name of Jesus, I ask. Im Namen Jesus bitte ich. Heavenly Father, we pray. Himmlischer Vater, wir beten. For all who are in positions of responsibility and authority and all who seek a closer relationship with you. Für alle, die in der Position sind und eine engere Beziehung zu dir haben. This morning we especially pray for President Trump. Diesen Morgen beten wir speziell für Donald Trump. And we ask that your wisdom, your blessing, and und wir bitten, dass deine Weisheit, dein Segen and your peace would be upon him und dein Frieden and his family as they serve auf ihm und seiner Familie sind. And that today you would touch his heart and und dass du heute sein Herz berührst. All who've been with us here this morning at this National Prayer Breakfast. In Jesus' name we pray. In Jesus Namen beten wir. Amen. Amen. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Dann für alle, die immer noch glauben, dass Donald Trump Rassist ist, es gibt mehrere Bilder, auch vor seiner Amtszeit, wo er mit dunkelhäutigen Menschen zu sehen ist, und hier beten dunkelhäutige Menschen für ihn. In the name of Jesus, we thank you. Im Namen von Jesus. Wir danken dir. Oh God, for this group holding up the arms. Yes, Lord. Yes, Lord. Of this president, oh God. Yes, Lord. This president who cares, oh God, not just for black folks. Yes, Lord. But for every American, oh God, we pray his health. Yes. We pray his strength, oh God. Yes. We thank you, oh God, by the power of your Holy Spirit. Yes. Wir danken dir, Gott, bei der Kraft des Heiligen Geistes. That you're protecting him. Yes. You're dass du ihn beschützt. Protecting his family. Yes, Father. Seine Familie beschützt. And you're filling him, oh God. Yes. And und du füllst ihn, oh Gott. Thank you for what you have done and what you have yet to do. Wir danken dir, was du getan hast und was du noch tun wirst. Through this, your vessel. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Right. Okay, jetzt gibt es eine Diskussion. Nächstes Video. Hier sagt Donald Trump, dass Biden, wenn er ins Amt kommt, Gott verletzen wird und Gottes Wort. Joe Biden's 5 decades in Washington. Think of it. He's been in public office for 47 years. He's done nothing. Now he's going to fix everything. Doesn't work that way. And I wouldn't say he's at the top of his game. Would you? Do you think? But he supported every single globalist attack on American workers. Joe Biden's policies put China first and America last. And that's what he'll continue to do if he ever got this shot. And you will have a disruption in the markets, the likes of which our country has never seen. You will have a crash in the markets because he's going to double and triple your taxes. He's going to do things that nobody ever would ever think even possible. Because he's following the radical left agenda. Take away your guns. Er folgt der radikalen linken Agenda der Biden, sagt er. Destroy your Second Amendment.
No religion, no anything. Keine Religion, kein gar nichts. Hurt the Bible, hurt God. Er verletzt die Bibel. God. Er verletzt Gott. He's against God. He's against. Er ist gegen Gott. Against guns. Er ist gegen Waffen. He's against energy, our kind. Er ist gegen Energie. Of energy. I don't think he's gonna do too well in Ohio. Ich denke, er wird nicht so gut tun in Ohio. If he did, would have a big story. He's not gonna do well. And I was. Wir stoppen mal hier. Dann gibt's hier ein Video, wo er eine Bibelstelle zitiert, weil vorher gesagt wurde, er könnte keine Bibelstelle zitieren, was meine These belegt, dass er sich einfach nicht so gut auskennt in der Bibel. Und ich kenne einige Christen, die einfach die Bibelstellen nicht kennen. Und wenn man sagt, ja, wo steht das und das und das, dass sie da erstmal selber nachgoogeln müssen. Und von dem her kann es gut möglich sein, dass er sich jetzt eben hier drauf vorbereitet hat, als er in dieser Universität hier redet. Und wir hören uns mal an, was er da zitiert. 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17. That's the whole ball. 2. Korinther 3:17. Ball game. Where the spirit of the Lord, wo der Geist des Herrn ist. Right? Where the spirit of the Lord is, there is liberty. And here there is, vom Herrn ist, da ist Freiheit. There's Liberty College, but und hier ist das Freiheits-College, also das verbindet er derzeit mit, als einen kleinen Scherz, mit dem College, aber sagt dann nochmal, dass er das klar ernst meint. Liberty University, but it is so true. Aber es ist so wahr. You know, when you think, and that's really, is that the one you like? I think that's the one you like, because I loved it. And it's ist das das, was ihr mögt, weil ich mag das? So representative. Of what's taken place, but we are going to protect Christianity. And aber wir gehen, wir werden die Christi, das Christentum verteidigen. If you look what's going on throughout the world, you look at. Wenn ihr seht, was auf der Welt abgeht. Syria, where they're, if you're Christian, they're chopping off heads. You look at. Wenn du in Nigeria, ich glaube, da hat Nigeria gesagt, wartet mal. Chopping off heads. You look at the different. Where they're. If throughout the world, you look at Syria. In Syrien, wenn du in Syrien. Where they're, if you're Christian, they're chopping off heads. Wenn du bist in Syrien, you look at the different places, and Christianity, it's under siege. I'm a Protestant. I'm very proud of. Ich bin ein Protestant. Ich bin sehr stolz darauf. Presbyterian, to be exact. Presbyterian, um exakt zu sein, also diese Gruppierung, die ich euch vorher vorgestellt habe. But I'm very proud of it. Very, very. Ich bin sehr stolz darauf. Proud of it, and we've got to protect because bad things are happening. Und wir müssen das verteidigen, also das Christentum. Very bad. Weil sehr schlechte Dinge werden geschehen. Bad things are happening, and we don't. I don't know what it is. We don't band together. Maybe other religions, frankly, they're banding together and they're using it. Here we have. If you look at this country. It's got to be 70%, 75%, some people say even more, the power we have, somehow we have to unify, we have to band together, we have to do really, in a really large version, what they've done at Liberty. Because Liberty University has done that. You've band together, you've created one of the great universities, colleges, anywhere in the country, anywhere in the world, and that's what our country has to do that around Christianity. So get together, folks, and let's. Er hat gesagt, die Stadt muss das tun mit dem Christentum oder irgendwie so ähnlich. Let's do it, because we can do it. You know, you have a socialist. Weil wir können es tun. Who is here actually? But you have a socialist, and you have, and I was going to say you have a socialist. Could be worse than that. Okay, could be much worse than that. And you have Hillary. And just if anybody watched that debate. Last night, what it means is tremendously high taxes. Things are not going to happen with the military. We need to build our military so big, so strong, so powerful that nobody is going to mess with us. We have to do it. Wir müssen das Militär so stark machen, dass keiner sich mit uns anlegen will. The generals just recently. Well, what do you think of the ISIS threat? And, oh, they're very tough. They're very. Well, can we beat them? Well, it's going to take a long time. I don't want that kind of a general. I want a general where we knock the hell out of him. Fast. So, nächstes Video. Hier sehen wir in einer Kirche, wo typische Anbetungslieder gesungen werden. Also halt nicht diese ganz normalen deutschen steifen Kirchenlieder, die wir kennen, sondern
Ja, halt richtige Anbetungslieder. Und da sehen wir ihn in so einer Kirche. Das war vom 18.10.2020, wie er $20 an die Nevada Church spendet. America has been very generous to the years before, but so there came a time when we did not know where all this a lot of stuff went. But with your other hand as stewardship, we will be able to generate and have generosity. You may be seated. You know, today, some of you don't know this, but I don't know if they have a picture of what's going on. That's the text to give. You can write a check. You can put cash in. Some people even put gambling chips in the offering plate. I'm not kidding. Sammeln Sie Spenden für die Gemeinde gleich ein. Because it's really giving not only to his church, it's giving to the Lord. So, Dr. Lynn, would you... Und es wird nicht für die Kirche gegeben, sondern es wird für den Herrn verwendet, also für... Scripture on your heart, whatever's in your heart, because you're my mentor. Do whatever you want. The Lord shared with me the word stewardship. You know, Paul the Apostle thought very highly of stewardship. Stewardship of his calling and ministry. Let's pray. Let's believe God that our vision will even expand and extend and do more effectively than ever before. Father, in Jesus' name, I thank you for the privilege of being part of this great work right here at ICLV. And the buckets are going to go around the aisles. Go ahead and give as the Lord leads your heart. Hier sehen wir ihn wieder in einer Gemeinde. Gehen wir wieder zurück zu seinem Video hier. Ich denke, ich habe euch jetzt genug Belege gezeigt, was das Glaubensleben von Donald Trump betrifft. Natürlich kann ich hier nicht sagen, dass er ein perfekter Christ ist, aber ich kann sagen, dass Gott allmächtig ist und dass er, wenn jemand für das Wort Gottes einsteht und sagt, er wird das Christentum verteidigen, dann glaube ich daran, dass Gott diesen Menschen trotzdem benutzen kann für seine Zwecke, denn ansonsten wäre Gott nicht allmächtig. Also, wenn wir jetzt da weiterschauen, und da wird es eigentlich wirklich interessant, weil der Norman Vincent Peale ist der Guru von Trump. Und er sagt, es ist nicht wichtig, wiedergeboren zu sein. Du hast deinen Weg zu Gott, ich habe meinen Weg. Ich habe unendlichen Frieden in Shinto-Schrein gefunden. Ich war in Shinto-Schrein und dort ist Gott überall. Christ ist nur einer der Wege. Gott ist überall. Norman Vincent Peale, und das ist der Guru von Trump
und vielen anderen Q-Anhänger. Ja? Und jetzt wird es eben genau interessant, wieso dass das eben genau zu dieser Weltreligion führt. Ja? Weil wenn man jetzt da in den Schrein reinschaut, da ist ein heiliger Platz, wo man spezifische Gottheit anbetet, ältere, also Ancestors, die vorher gelebt haben, Entschuldigung, manchmal die Übersetzung, Heroes, Martyre, Heilige, Dämonen oder gleiche Figuren, oft respektvolle Figuren, die man veneriert oder anbetet. Ja, also da sind wir nicht mehr so in eine genau so. So, ich habe jetzt mal geguckt, dieser Typ war tatsächlich früher ein Berater, oder ein Berater will ich nicht nennen, aber ein religiöser Führer von Trump. Zumindest wird es behauptet. Man muss da immer vorsichtig sein, was die Zeitungen schreiben, weil im Endeffekt kann man das nicht 100% bestätigen, solange man das nicht aus Trumps seinem eigenen Mund gehört hat. Und es stimmt tatsächlich, also hier muss ich ihm im Video recht geben, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass ein Mensch eine Vergangenheit und eine Gegenwart hat und dass er vielleicht seine Meinung geändert haben kann und was die Presbyterianische Kirche lehrt, zumindest was geschrieben wird, was sie lehrt, ist nicht das, was hier von diesem Typ hier gesagt wird, denn das ist was völlig anderes. Natürlich mag es vielleicht eine presbyterianische Kirche irgendwo geben, die sich so nennt und die das anders lehrt, aber im Grundthema her lehren solche presbyterianische Kirchen das nicht so, wie jetzt hier von diesem Norman Vince Peale gelehrt wird. Was dieser Norman Vince Peale hier gesagt hat, ist eine absolute Irrlehre, denn in der Bibel steht klar drin, niemand kommt zum Vater als durch mich, also durch Jesus Christus. Aber nochmals, das muss nichts mit Donald Trump, seinem aktuellen Denken zu tun haben, denn wir haben alle eine Vergangenheit. Und wenn ihr mein vergangenes Ich vor 15 Jahren gefragt hättet, was ich zu bestimmten Themen meine, dann hätte ich eine völlig andere Meinung gehabt, wie ich sie heute habe. Und von dem her, Menschen können sich ändern, Gott kann an Menschen arbeiten und es bedeutet nicht, dass Donald Trump dieselbe Ansicht wie damals hat. Und selbst wenn er einiges von diesem Typ hier gut findet, was der gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass Donald Trump auch alles weiß, was dieser Typ gemacht hat. Vielleicht weiß Donald Trump auch gar nicht, dass er gesagt hat, dass mehrere Wege zu Gott führen. Ist übrigens auch was George Bush gesagt hat, was die wenigsten wissen. Wir schauen da mal danach. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt finde. Es gibt auf jeden Fall ein Video, wo George Bush, ich habe das mal gesehen vor ein paar Wochen oder Monaten, wo George Bush sagt, wenn ich das Video finde, ah ja, da. The Almighty. Do we all worship the Almighty? Do we all worship the same God, Christian and Muslim? I think we do. Beten wir alle denselben Gott an, Christen und Muslime? Und dann antwortet er, ich glaube, wir tun es. We have different routes of getting to the Wir haben verschiedene Wege, um zu ihm zu gelangen. Almighty. Does Bin Laden, does Abu Musab al-Zarqawi pray to the same God that you and I do? I think they pray to a false God, otherwise they wouldn't be killing innocent lives. Hat irgendeinen anderen Typen genannt und hat gesagt, er glaubt, die beten zu einem falschen Gott, sonst würden sie keine unschuldigen Menschen töten. They have been. Do Christians and non-Christians, the Muslims go to heaven? In your mind. Gehen Christen und Nicht-Christen, gehen Moslems in den Himmel? Yes, they do. We have different routes of getting there. Ich sage ja, wir haben verschiedene Wege, um dahin zu kommen. But I will... Was the absolut Almighty. Unbiblisch ist und was sich mit dem deckt, was eben dieser Vincent
was dieser Vincent hier gesagt hat, dieser Vincent Pale. Das ist eine absolute Irrlehre, aber nochmals, das heißt nicht, dass Donald Trump heute noch dasselbe glauben muss. Er kann dasselbe glauben, aber es heißt nicht, dass er es muss. Denn auch ein Mensch, der früher mal einen Norman Vincent Pale als Vorbild gesehen hat, kann da heute anders drüber denken und vielleicht auch gar nicht wissen, dass dieser Norman Vincent Pale diese Aussage getätigt hat. Aber diese Aussage von Norman Vincent Pale ist absolut falsch und da muss ich auch Babylon Decoded Deutsch, ich weiß nicht, wie er in echt heißt, recht geben. Überall. Christ ist nur eine der Wege. Gott ist überall. Norman Vincent Pale, und das ist der Guru von christlichen. Und das ist eben genau, was wir sehen in den ganzen Wahrheitsbewegungen, wo die jetzt hinwollen, auch mit QAnon oder eben auch die ganze Esoterik, das ganze Ding oder so. Das ist genau das, was eben da wirklich passiert. Und im Baha'i glaube, dass Gott sein Wille regelmäßig durch göttliche Boten offenbart, deren Zweck es ist, den Charakter der Menschheit zu verändern und innerhalb deren die Antwort moralische und spirituelle Eigenschaft zu entwickeln. Religion wird daher von Alter zu Alter geordnet, einheitlich und fortschrittlich angesehen. Ha. Und diese Dinge sind eben viele, ja. Also wenn man sieht, auch Musk, auch der Apple, Steve Jobs, Facebook und so weiter, die sind ja alle genau in diesem gleichen Ding, ja. Und wenn man jetzt sieht, Trump und alle diese Anhänger und so weiter, was die wirklich anschwören, da sehen wir wirklich, das ist genau so wie die neue Weltregierung, neue Weltreligion passiert. Und nochmal zurück zu Jerusalem und Donald Trump verteidigt Jerusalem, Donald Trump verteidigt Israel und das wird Gott auch segnen, weil in der Bibel drin steht, dass Israel das Volk Gottes ist und das Wort Israel fällt ziemlich oft in der Bibel und von dem her ist es was Gutes, dass er pro Israel ist. Und Israel überhaupt, ja, also die sagen ja, dass er eben die Botschaft auf Jerusalem verlegt hat oder so, hat wirklich auch seinen Grund und ist wieder ein Schritt vorwärts für Israel, den dritten Tempel zu machen. Und was? Ja, der dritte Tempel steht in der Bibel drin und der wird auch kommen und Gott kann auch Trump dazu benutzen, dass der gebaut wird. Das heißt aber nicht, dass Trump der Antichrist ist. Dritten Tempel wirklich ist, haben wir auch schon mal darüber gesprochen und werden auch noch, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man ansprechen muss, ja. Und eben, der ist ja einfach, der kann sich wieder überall mitmischen, ja, egal wo, ja. Das ist eben genau das, das ist die neue Weltregierung, wo man einfach überall mitmachen kann, wo man will, ja. Und er hat da irgendwie, die ganze Mainstream-Medias haben da aufgeschrien, als er irgendwie ein paar Sachen hatte mit Russland, was schlussendlich gar nicht wahr war. Aber ein Schlüssel zum Weißen Haus übergibt er einfach den Ayatollah, ja? What the fuck? Und keine Medien hat das geschockt, ja? Also, dass man einfach einem anderen Land den Schlüssel für das Hauptgebäude von der Regierung übergibt, das sollte eigentlich schon ziemlich komisch sein. Ja, ob das jetzt ein echter Schlüssel ist, das wissen wir ja gar nicht. Also, ich glaube nicht, dass der das ausprobiert hat und nach USA gereist ist, um den Schlüssel zu testen. Vielleicht war das auch bloß ein Fake-Schlüssel. Haben ja auch ihren Einfluss, die Shabbat Lubavitch, die sind ja auch da, ja, vom Stiefsohn mit 666 unterstützt und so weiter. Auch eben Putin, ja. Und gut, die gehören halt zu Israel und das heißt nicht, dass die die richtige Lehre vermitteln, denn die Israeliten, die glauben ja daran, dass Jesus noch gar nicht gekommen ist, dass der erst noch kommt und dass damals Jesus noch gar nicht da war. Also die glauben gar nicht, dass der Erretter gekommen ist. Von dem her, aber trotzdem wird Israel als Volk Gottes genannt in der Bibel. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Israelit ein guter Mensch ist. Das heißt nur, dass die Nation von Gott auserwählt ist. Und so hat man Putin also noch selten gesehen. Ja. Eben, der dritte Tempel, das ist eben auch die ganze Freimaurerloge und so weiter. Und auch die ganze
Connection zu Mossad, ja, also durch eben Epstein, also Epstein und Mossad ist ja sowieso logisch, dass da... Ja, dass aber Herr Epstein auch mit Herr Bill Gates auf einem Foto war und befreundet war, zumindest es Fotos gibt, wo er ziemlich freudig aussieht mit Epstein, das wird hier nicht genannt. Immer nur schön auf Donald Trump rumhacken, gell? Da ziemlich viele Connections sind, werden wir auch nochmal sehen, ja. Aber nur schon das auch, das sollte eigentlich allen zeigen, dass da irgendwie, ja, da kann ja nur Dreck am Stecken sein. Aber eben nochmal, die ganze Connections von Mossad und so weiter. Und jetzt auch nochmal zu Epstein. Dass auf den Flugpapieren nachher Bill Clinton drauf war und gar nicht Donald Trump, das wurde von den Medien nicht berichtet. Es wurde immer nur gesagt, Donald Trump wäre auf den Flugpapieren drauf gewesen, was die Epstein-Insel betrifft. In Wirklichkeit war es dann Bill Clinton, genau. Also, hier wird einfach auch nicht neutral berichtet. Und nochmals an dich jetzt, Babylon. Eine Frage zu diesem Thema. Wenn du einen Schulfreund hast, mit dem du öfters Party machst, mit dem du dich triffst und Filme schaust und eines Tages findest du raus, er ist pädophil und er steht auf kleine Kinder. Aber es gibt Fotos von dir im Internet, wo du mit ihm zu sehen bist. Dann, wie würdest du dich fühlen, wenn Jahre später jemand über dich berichtet und sagt, du bist selber pädophil, weil du auf einem Foto mit einem Pädophilen zu sehen bist? Vielleicht sollte dich das mal zum Nachdenken anregen, denn du bist nicht für das Leben von anderen Menschen verantwortlich, du bist für dein eigenes Leben verantwortlich. Und wenn ein Freund von dir plötzlich ein Pädophiler ist oder herauskommt, dass er pädophil war oder pädophil ist, dann macht es dich nicht selber automatisch auch zum Pädophilen. Und so macht es Donald Trump nicht automatisch zum Pädophilen, nur weil er mit einem, der später als Pädophil entlarvt worden ist, auf Fotos zu sehen ist. Hey, du Barack, ja. Und auch diese Nicole Junkermann präsentiert eben diese künstliche Intelligenz, human-like intelligence, ja. Auf jeden Fall auch wieder geht das wieder zurück zu eben der neuen Welt und so weiter. Und sie ist auf jeden Fall wie die eben aber Frau. Selbst wenn ich sie nicht kenne, hat die nichts mit Donald Trump zu tun. Zumindest ist Donald Trump ein eigenständiger Mensch und nicht verantwortlich für das, was die Leute um ihn herum machen oder was die um ihn herum denken. In Rot, also perfekte Mossad Spionin, Agentin. Und eben also Edu Barak, ja, ist auf jeden Fall auch sehr gut befreundet. Was das Rot betrifft, da hört man unterschiedliche Theorien. Du sagst es wäre was von Mossad, andere Leute behaupten, das wäre ein Zeichen für Pädophile. Also von dem her, da sollte man sich vielleicht mal einig werden. Mit den Trumps. Und nochmal zur Erinnerung, dass Ivanka Trumps war ein Rothschild. Also nochmal ein Schuss gegen hinten für die ganze Sache. Also ich weiß noch nicht, was er damit sagen wollte. Vielleicht wollte er sagen, dass Ivanka Trump ein Rothschild war. Und selbst wenn sie ein Rothschild war oder ist oder von der Dynastie abstammt, hat es nichts mit ihrem Ehemann zu tun. Rein gar nichts. Wenn meine Ehepartnerin eine andere Meinung hat wie ich, dann widerspiegelt es nicht automatisch auch meine Meinung. Keine Ahnung, warum das so schwierig ist zu verstehen, dass es außenstehende Menschen gibt, die andere Meinungen haben und diese Meinung dann aber trotzdem nicht meine eigene sein muss. Das kann man doch verstehen, oder nicht? Und jetzt die legalen Affären von Trump, ja? Wie viel denkt ihr, dass er irgendwie Probleme mit der Justiz hat? 10-mal? 20-mal? 100-mal? 500-mal? 3.500 Legale. Also wenn irgendjemand noch denkt, dass man irgendwie wirklich immer unschuldig... Nochmals, es gibt Menschen, die haben eine Vergangenheit, nur bei dir anscheinend nicht. Bei dir ist ein Mensch, der einmal scheiße war, immer scheiße. Und deswegen ist auch das, an was du glaubst, nicht der Gott, an den ich glaube. Denn mein Gott, der sagt was anderes. Schuldig ist mit 3.500 legalen Dingen. Es kann ja schon sein, dass man irgendwie... sich irgendwie... Und dass die Mainstream-Medien lügen, das hast du anscheinend auch noch nicht erkannt, denn ansonsten würdest du wissen, dass vielleicht viele Sachen dazu addiert wurden oder viele Klagen halt als legal gelten, aber nicht legal sind, weil viele Korrupte auch in der Macht oben drin sitzen. Falsch angezeigt wird, ja, aber 3.500 Mal und immer unschuldig,
Das ist, das sollte es eigentlich schon reichen, ja. Aber eben, oder du hast einfach nicht weit genug gedacht. Amerika ist auf jeden Fall korrupt, ja, da kann man mit viel Geld und so weiter. Und wenn man die richtigen Anwälte hat, kann man da auf jeden Fall rauskommen, aber unschuldig ist man nicht, wenn man 3500 Mal angezeigt wird, ja. Aber eben, also der Cohen, der ist... Sagst du, und du bist ja bekanntlich Richter, deswegen sagt die Bibel ja auch, richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet, weil du dich über das Gebot hinwegsetzen kannst, angeblich. Der ziemlich einflussreich, dass sogar Giuliano von ihm Angst hat, ja. Eben, das ist halt eben Mafia in Amerika. Ja, wie gesagt, er hat eine Vergangenheit, wie gesagt. Und ich sage auch nicht, dass die Vergangenheit rosig war. Ich sage auch nicht, dass er ohne Sünde gelebt hat, das sage ich nicht. Aber ich sage, dass Gott allmächtig ist und jeden Menschen verändern kann und jeden Menschen für seine Zwecke gebrauchen kann. Denn sonst wäre er nicht allmächtig. Und da solltest du dir mal Gedanken drüber machen, was es bedeutet, wenn in der Bibel drinsteht, für Gott ist nichts unmöglich, denn Gott ist allmächtig. Um ganz Trump haben die ja überall Affären, ja, sogar seine Familie, überall hat es eigentlich legale Sachen, ja, die sie... Wäre mal interessant, wie groß deine Liste wäre, wenn du so eine Skala hier zu Bush und zu Obama erstellen würdest. Das wäre mal interessant. Oder vielleicht zu Biden, aber traust du dich wahrscheinlich nicht. Die eben auch angezeigt wurden, ja, alle rundum wurden eigentlich angezeigt. Ob sie jetzt schuldig oder unschuldig sind, ja, das ist ja wieder eine andere Sache. Ja, das weiß ja niemand von uns schlussendlich. Aber es so, niemand weiß, ob es schuldig oder unschuldig ist, aber du lachst darüber, dass er 3500 Anzeigen hat. Vielleicht sind die auch alle nur gefälscht. Oder vielleicht sind es auch alles nur Lügen oder Anzeigen, die zu Unrecht gemacht wurden von Menschen, die ihn aus dem Amt haben wollen. Schließlich hat der George Soros in einem Interview, das ich leider nicht mehr finde, sogar selber mal gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass Donald Trump aus dem Amt kommt und dass Donald Trump ein Narzisst ist und sonstiges. Und ich glaube, zu George Soros muss ich dir nicht arg viel sagen, denn wenn du dich mit dem Thema befasst hast, dann solltest du auch wissen, was George Soros ist. Einfach schon. Ansonsten muss echt nochmal ein paar Nachsitzstunden hier bei dir verübt werden. Ein bisschen viel Sachen, wo, wenn man sagt, dass man wirklich für Recht und Ordnung ist, ja, naja. Aber eben, Trump spielt so viel in Filmen und Serien und immer wieder am TV, durch TV. Ich weiß nicht, heißt das in Österreich wirklich oder wo kommst du her aus? Schweiz, Serien, das heißt Serien, nicht Serien. Shows, Sex and the City, mit G4. Ja, er ist eine bekannte Person, er war reich und natürlich kriegt er da Angebote von Fernsehsendern mal einen Gastauftritt zu haben und so. Ich meine, wenn man bekannt ist, dann ist sowas nicht unüblich, dass man da Angebote bekommt und nochmals, jeder Mensch hat eine Vergangenheit, auch du hast eine Vergangenheit und ich will nicht wissen, was du in deiner Vergangenheit alles für Dreck am Stecken hattest. Box, ja. Die kennen sich alle. Weiß ich nicht, wie lange du schon Christ bist oder ob du überhaupt Christ bist, weiß ich nicht, aber zumindest äußerst du dich ab und an zu dem christlichen Zeug. Auf jeden Fall, ja, aber dass der so viel eigentlich eben im Fernsehen gesehen wurde, ist eigentlich auch gehört zum Plan. Ja, dass er muss nicht zum Plan gehören, kann auch einfach nur sein, weil er ein reicher Mensch war und weil er bekannt war, dass er eingeladen würde. Ich kenne da so viele bekannte Menschen, die keine Präsidenten sind und trotzdem immer wieder mal einen Gastauftritt irgendwo haben. Also das sieht man schon, dass die einfach wollten, dass er schon lange da dabei ist und den Leuten bekannt, ja. Und er hat ja auch den Film von Back to the Future inspiriert, von Beef. Hat sogar eine TV-Serie, wo... überhin, der heißt Donald Trump, ja, und spielt genau seinen Charakter, den er eben später auch gespielt hat. Aber ist da nichts Neues auch wieder im Weißen? Sein Charakter war auch lange bekannt, weil Donald Trump eben schon lange bekannt war. Und nur weil er bekannt ist, ach komm, ich höre auf zu diskutieren mit dir. Haus, ja, haben wir auch schon Akteure gehabt, ja, wie Reagan oder Obama war auf jeden Fall ein guter Schauspieler und die kennen sich natürlich auch. So, Trump ist einfach ein Schauspieler, dem man irgendeine Rolle gibt, ja, oder einen Charakter aufsetzt, egal ob Patriot oder weiß nicht was, einfach so, dass es genau der Agenda dient, ja, egal wo, einfach auch wenn er ein bisschen genervt sein muss oder eben den Retter für die Menschheit ist oder so, nimmt er das auch auf sich.
immer diese boshaftigen Gesten, die alle verwenden, um ein Video gegen Trump zu machen, die völlig aus dem Kontext gerissen sind, wo niemand weiß, warum er diese Gesichtsstellung hat und was weiß ich, wo man einfach nur symbolisieren will, guck mal, was für ein Monster das ist, ohne den Zusammenhang zu kennen. Ob er das nur aus Spaß gemacht hat, ob der wirklich gebrüllt hat und warum er gebrüllt hat und was der Zusammenhang ist, ey. Also, Leute, ganz ehrlich, hier mal ein Video, was genau das Gegenteil belegt von diesem bosartigen Trump. So, weiter im Video. Ja, ist der gewählt, ja. Also nochmal, ein Schuss gegen hinten, das ist auf jeden Fall, wer da irgendwie noch in der Politik glaubt, ja, das ist ja sowieso schon lange vorbei. Aber eben, also in diesem Fall ist es wirklich, ja. Und eben, er hat auch diese Illuminati-Karte, ja, mit dem The Frog God, ja. Die hat nicht er, die hat der Herausgeber festgelegt. Und natürlich ist da auch Donald Trump genannt, weil eben Donald Trump eine bekannte Person war. Und vielleicht war er auch geplant, vielleicht wollten sie ihn tatsächlich im Amt haben und im Endeffekt hat er das dann aber fürs Gute genutzt und denen eins ausgewischt. Hat alles nichts zu bedeuten. Natürlich, das Kartenspiel gibt es und da gibt es auch eine Karte, wo irgendwie, glaube Donald Trump als Präsident dran angekündigt wird und was weiß ich. Mag auch alles geplant sein, aber trotzdem kann Donald Trump die Karte gewendet haben und gesagt haben, okay, ich stehe jetzt aber für das Gute ein. Wo man eigentlich genau sieht, wie das Ganze passiert, auch mit dem die ganzen QAnons, ja, die total fanatisch sind, ja. Und das ist genau so, wie das eben mit solchen. Alle über einen Kamm scheren, wie am Anfang, wo du bereits gesagt hast, jeder, der nicht deiner Meinung ist, ist automatisch einer, der für die Elite arbeitet. Ganz ehrlich, das sind keine Argumente. Solche Argumente, das sind einfach ein Armutszeugnis für jemanden, der aufklären möchte. Weil damit sagst du automatisch, hey, ihr müsst meiner Meinung sein, ansonsten dann gehört ihr zur Elite. Ey, das ist doch kein Beleg. Das wird vor keinem Gericht, wurde so eine Aussage irgendeine Kraft haben. Das ist einfach nur Blödsinn. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber deine Argumentation solltest du vielleicht manchmal überdenken. Okkultischen Ritualen passiert. Und eben, also, dass ihr auch da jetzt wieder voll das Internet, Quantum-Internet aufbauen will oder so, sieht man klar, dass das wieder auch quasi total für die Smart Cities ist, ja, einfach eben auf die neue Welt zuzukommen, schon wieder ein Schuss gegen hinten, ja. Also, solche, die irgendwie noch glauben, muss nichts damit zu tun haben, kann was damit zu tun haben, kann aber auch sein, dass Donald Trump einfach unwissend ist oder dass er das wieder benutzt, um quasi dann nachher das alles zu entlarven. Warum denkst du nicht so weit? Warum denkst du ihm einfach nur 2 Meter voraus und nicht mal 100 Meter voraus? Und ja, 5G mag ich auch nicht und 5G ist auch nicht gut, aber dazu müsste man ein anderes Video machen und das ist ein sehr komplexes Thema. Das sind eigentlich nur solche, ja, also da muss man wirklich sagen, also wie idiotisch kann man noch werden, ja, happy 5G, ja, 100%. Wieder hast du gerichtet, du hast ihn sogar unterschwellig als Idiot bezeichnet, also vielleicht solltest du die Bibelstelle doch mal lesen, richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet. And safe, 100% healthy, ja. Und also das ist wirklich einfach, aber da sieht man wirklich, wie weit es eben dann gehen kann, ja. Also wirklich diese ganze QAnon-Ding oder so, das ist ja wirklich nur wieder so ein Beispiel, wie man überhaupt nichts kapiert hat, ja. Also, ja. Ist gar nicht. Also, das Video von dieser Bewegung, der Fall der Kabale, zeigt mir alles andere, als dass man nichts kapiert hätte. Denn da wird eindeutig aufgezeigt, wie die Medien lügen und wie es da abgeht. Und tut mir leid, mein Freund, sage ich jetzt mal. Dann solltest du dich vielleicht mal genauer damit befassen und nicht einfach nur irgendwelche
Fetzen auffangen, die irgendwie ZDF oder ARD oder Spiegel dir über diese Bewegung berichten. Natürlich, ich kann im Endeffekt nicht sagen, wo die genau hinführt. Ich bin nicht allwissend, natürlich. Aber es gibt durchaus einige darunter, die die Lügen und die Machenschaften der Elite aufdecken. Und das ist alles andere als schwachsinnig. Und da brauchst du auch gar nicht so blöd drüber lachen. Ich was sagen, ja. Also die Order vom Chaos, ja, wie viele denken, ist das eben, was jetzt am Gehen ist, aber nein, das ist jetzt eben wirklich das Ganze, how big data will change the world, ja, und das ist genau der Plan der neuen Weltordnung, ja, alles quasi zu digitalisieren. Das stimmt. Und das ist eben der Grund, wieso, dass die immer wieder auf... Aber es hat nicht unbedingt was mit Trump zu tun. Die ganze Zerstörung und so weiter hinführen, ja. Und eben Trump... Ja, mit seinem Logo, ist eben Golfclub-Logo, ja, sieht man auch wieder, dass er total drin ist. Also so, Golfclub, da habe ich jetzt mich mal genau damit befasst, damit man mal den Blödsinn, den du erzählst, hier ein bisschen entlaufen kann. Wikipedia sagt, das Anwesen, zu dem das Gut des Sportwagenherstellers John D. Leroy gehörte, wurde von Donald Trump im Jahr 2002 für weniger als 35 Millionen US-Dollar erworben. Vorher war er bekannt als die Limington Farm und hatte einen unvollendeten Golfplatz mit 3 Löchern. Den könnte ich auch in meinem Garten bauen. Nachdem Trump das Land erworben hatte, wurden unter der Anleitung des Golfplatzarchitekten Tom Fitzo 2 Golfanlagen mit je 18 Löchern angelegt. Der erste Golfplatz wurde 2004 eröffnet. Der 3 Jahre später wurde der Club in den USA als 73 Golfmagazin beziehungsweise 84 Golf die Guest eingestuft. So, Donald Trump hat es erworben. Das ist auch, wird auch als Donald Trump geführt. Wir können es hier mal sehen. Hier ist die eine Webseite, und zwar von Los Angeles. Und von New York auch. Und hier ist das Logo. Das Logo ist ein völlig anderes als das, was du gezeigt hast. Da ist hier ein Ritterhelm mit einem Schwert oben und einem Speer. Und hier sind, glaube ich, Löwen, oder ich kann es nicht genau erkennen. Hier sieht man es genauer. Jetzt sind Löwen oder so. Hier das komische Geschnörgel, was auch viele Restaurants als Logo haben und so, auch kleinere Restaurants bei uns in der Ortschaft und so, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich habe einen Bekannten, der ist Maler, der malt sowas auch oft an Hauswände und so, ich kann nicht genau bezeichnen, was das Geschnörgel, da gibt es bestimmt eine Fachsprache dafür. Dann das, was du hier gezeigt hast, kommt von dem Schottland. Es gibt auch in Schottland eine Trump-Golfanlage, wo ich denke, dass Trump weniger spielt, weil Trump ja in Amerika wohnt. Deswegen denke ich, dass er eher die in L.A. benutzt, beziehungsweise in New York. So, hier können wir es auch nochmal lesen. Auch die in Schottland gehört Donald Trump. Also in dem Punkt hast du recht, die gehört Donald Trump, aber das Logo, was da verwendet wird, das du hier eingeblendet hast, ist die von Schottland. Und dann gibt es aber noch eine, wie gesagt, in Amerika, eine Golfanlage, die von Donald Trump selber ist. Und die hat ein völlig anderes Logo. Zum Logo, das hat nicht Donald Trump selber entworfen. Also ich glaube nicht, dass Donald Trump da sitzt und sich ein Logo entwirft und auch noch ein kreativer Zeichner ist. Ich glaube, das hat irgendjemand entworfen, den er beauftragt hat oder der von irgendjemand anders beauftragt wurde. Ich habe früher auch Pullover getragen, wo so ähnliche Motive drauf waren, die es irgendwo im Kick oder sonst irgendwo gab, und habe gar nicht gewusst, was diese Löwen und so an Okkulten darstellen sollen und was dieser zweiköpfige Adler darstellen soll. Das habe ich alles gar nicht gewusst. Da bin ich erst später aufgeklärt worden, und ich war schon Christ, als ich das getragen habe. Ich bin dann erst so mit 25 Jahren, habe ich mich dann intensiver mit dem Thema befasst. Von dem her kannst du jetzt hier nicht sagen, dass Donald Trump zur Elite gehört, weil er da dieses Logo hat. Vielleicht weiß er auch gar nicht, was das Logo bedeutet. Warum tust du diese Alternative immer ablehnen? Du hast doch auch nicht von Anfang an alles gewusst
und hast mit 16 Jahren schon gewusst, was in der Welt abgeht. Und du hast es auch erst später erfahren, indem du dich intensiver mit dem Thema befasst hast. Vielleicht weiß Donald Trump einfach gar nicht, was es bedeutet. Er kann es wissen, natürlich, aber genauso kann es auch sein, dass er es einfach gar nicht weiß, was diese Symbolik bedeutet. Und ich frage mich, warum du diese Methode oder diese Ansicht einfach nicht duldest. Tut mir leid, also ich kann es nicht nachvollziehen. So, die immer noch glauben, dass da irgendwie etwas falsch, dass da irgendwie etwas richtig macht oder so, die sind halt, werden große Enttäuschung haben. Tja, gut möglich, dass wir eine große Enttäuschung erleben, aber ich bin halt nicht so überzeugt von mir, wie du von dir überzeugt bist. Ist auch gut möglich, dass du am Ende das große Erwachen hast und merkst, ups, ich war ja total auf dem Holzweg. Könnt noch hier eben nochmal nur ein kleines Bild über die Freimaurerei. Es sind einfach auf beiden Seiten und die da mitgespielt werden, sind immer blind. Ja, das passiert auch unter ihnen, darum wissen sie auch nichts. Und wenn man eben die Pyramide hoch will, sieht man gar nicht, was ab. Ja, das stimmt. Da wir auch die ganzen Zeichen, die in Filme versteckt werden, diese okkulten Zeichen, viele machen die, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Und das ist auch genau der Plan, dass nur die Eingeweihten wissen, wer gehört jetzt wirklich zu uns und wer ist einfach nur eine Marionette und macht das, ohne genau zu wissen, was es bedeutet. Oder man hat ihm eine völlig falsche Bedeutung unter den Symboliken vermittelt. Natürlich, aber hat wiederum nicht unbedingt was mit Donald Trump zu tun. Auf der anderen Seite passiert. Also eben, Monopoly ist für die, die mitspielen oder sonst eben nicht. Habt ihr noch ein paar Videotipps, ja, über die ganze Sache, wie das wirklich... Ja, habe ich. Mein Video gebe ich dir als Tipp. Das, was die neue Welt... Gut, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Ich habe jetzt hier einige Belege geliefert, die er nicht geliefert hat, denn er hat nur Behauptungen aufgestellt. Die Belege haben leider zum größten Teil komplett gefehlt bei ihm. Finde ich schade. Vor allem, wenn man so viele Abonnenten hat, finde ich schade, diese Abonnenten mit sowas abzuspeisen. Am Ende möchte ich euch noch was zeigen, was ich auch interessant finde. Wenn man in, da habe ich schon ein Video dazu gemacht, wenn man in Google eingibt antifa.com, also in die Webseitensuche oben, dann kommt man auf die Seite von Joe Biden und wir wissen ja, dass der eher pro-Antifa ist. Und wenn man loser.com eingibt, dann kommt man auf den Wikipedia-Eintrag von Donald Trump. Vielleicht von der Elite genauso gesteuert, um ihn als Loser darzustellen und den anderen, dass er für Antifa ist. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da jetzt im Algorithmus vom Internet zu wenig aus. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ja, und nochmals für dich zum Schluss. Ich habe nichts gegen dich. Ich kenne dich nicht. Ich habe dein Video gesehen, weil es in einer Attila Hildmann-Gruppe gepostet wurde. Und ich unterstütze auch nicht alles, was Attila Hildmann sagt. Der gibt manchmal auch den größten Senf von sich. Aber ich folge ihm trotzdem auf Telegram, weil manches trotzdem der Wahrheit entspricht. Und das ist halt genau das, was ich mache, was die Bibel auch sagt. Prüfet alles und das Gute behaltet. Und deswegen werde ich jedes Video kritisch betrachten. Und heute bist halt mal du zum Opfer gefallen. Ich habe nichts gegen dich. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich hoffe, dass du die Erkenntnis erlangst. Ich hoffe, dass du nochmals über dein Video betest. Und vielleicht auch mal Gott fragst, was sein Wille dazu ist und nicht einfach nur hier, um deine Abonnenten zufriedenzustellen, ein Video raushaust. Denn wenn du wirklich an Gott glaubst, dann sollte dir Gott an erster Stelle kommen. Denn die Bibel sagt auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass du die Erkenntnis erlangst, was richtig und was falsch ist. Dass du betest, dass das Richtige geschieht, dass das Gute geschieht. Und ich hoffe, dass du mein Video nicht meldest, denn wir leben in einem Land der Meinungsfreiheit und da zählt es nicht nur, dass deine Meinung geduldet wird, sondern auch meine. Und ja, ich möchte noch klarstellen, ich bin kein Donald Trump-Fan. Ich bin aber erst recht kein Joe Biden-Fan. Und ich sehe, was Donald Trump alles Gutes getan hat, wo er sich eingesetzt hat fürs Christentum, gegen Kindesabtreibung, wo er... Bei der Corona-Plage, wo er den Menschen Geld gespendet hat und selber auf sein Gehalt verzichtet hat, was bei uns in Deutschland kein Präsident gemacht hat oder keine Kanzlerin gemacht hat. Und dann heiße ich das auch für gut.
denn ich stichel nicht gegen irgendwelche Menschen und sag, der ist grundböse, sondern ich sehe immer das Gute im Menschen. Und wenn jemand was Schlechtes macht, dann werde ich natürlich auch was dazu sagen. Ich habe auch schon Videos gemacht, wo ich in den Videos etwas von Donald Trump nicht so gut gefunden habe, was er entschieden hat. Zum Beispiel was LGBTQ betrifft und alles Mögliche und so. Aber im Endeffekt bin ich ein Nachfolger von Jesus Christus und Jesus Christus ist für mich Platz Nummer 1 und er ist für mich der einzigste Präsident, Jesus Christus. Und trotzdem bin ich dafür, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, bin ich dafür, dass der Wahlbetrug aufgedeckt wird, wenn es tatsächlich einen gab. Und das bete ich auch immer, dass Gott den Wahlbetrug aufdeckt, wenn es einen gegeben hat. Aber im Endeffekt bete ich auch, dass Gottes Wille geschieht. Und das ist das, was ich selber will, dass das, was Gott will, geschieht. Und von dem her, ich finde Trump besser wie Biden. Und das wollte ich nur nochmal klargestellt haben. Ich bin auch kein Q-Anhänger, bin ich auch nicht. Aber vieles, was da gesagt wird, finde ich gut. Und vieles, gegen das vorgegangen wird, wie zum Beispiel, dass gegen Pädophilie und so vorgegangen wird, finde ich auch gut. Trotzdem betrachte ich alles mit Vorsicht. Und so habe ich heute eben auch dein Video mit Vorsicht betrachtet. Und deswegen ist dieses Video entstanden, weil du mir einfach viel zu viel Sachen geredet hast, die einfach null Hand und Fuß haben und die man im Handumdrehen, wenn man sich mal etwas Zeit nimmt, was ich für meine Videos mache, und mir ist auch egal, wie viele Aufrufzahlen die dann bekommen, aber ich nehme mir Zeit für meine Videos und google nach und gebe verschiedene Schlagwörter ein und mache erst dann ein Video und fasel nicht einfach irgendwas zusammen. Nicht alles in deinem Video war schlecht, definitiv nicht, aber vieles eben halt auch eine Unwahrheit. Und die musste ich in diesem Video leider mal entlarven. Hat nichts mit dir zu tun. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und ich hoffe, dass du mein Video vielleicht zumindest zum Nachdenken mal nimmst. Und vielleicht mal die Bibelstelle etwas ernster nimmst, dass man nicht richten soll, damit man selbst nicht gerichtet wird. Dankeschön und jedem noch einen schönen Tag und Gottes Segen.